nächsten Tag für Salat? Ja, als nächste Offenbarung natürlich. Und jetzt kommt hier weiter, guck mal, die Sure. Ich Und dann schaue. hat Allah für mich, hier, ich sag dir, Das ist Allah eine hat dann Lüge. Weißt du offenbart. warum? Das ist eine Lüge. Weißt du warum? Nein, das ist keine Lüge. Doch. Das ist die zweite Sure. O du Bedeckender, erhebe dich und warne. Ist das die zweite Suche? Also die zweite Offenbarung, als der Prophet Angst hatte und sich bedeckt hat. Hier, wir haben doch vorhin gelesen, der ging nach Hause, hat sich gedeckt. Und jetzt hat er noch Offenbarung. O du Bedeckender, erhebe dich und warne. Aber Senna, du weißt doch nicht, ob das am nächsten Tag war. Die Das kann doch nächste nicht sein. Sure meine ich. Die nächste Okay. Warte kurz, Okay. warte ganz. Nach der ersten Offenbarung, wann ist Waraka gestorben? Also, wann ist Waraka gestorben ist, Allahu Alam, ich weiß nicht, Er ist welche kurz. Datum. Er ist doch kurz danach direkt gestorben, oder nicht? Nicht lange Zeit ist er gestorben, ja. Wo kann ich jetzt hier daraus sehen, dass es die zweite Offenbarung, welche am nächsten Tag war? Ich kann dir die Sure nennen, ich kann dir doch die Sure zeigen, dass es die zweite Sure war. Ja, Soll ich aber das zeigen? kannst du mir zeigen, dass es am nächsten Tag war, so wie du jetzt vorhin gesagt hast? Wie am nächsten, meinst du, am nächsten Morgen? Ich Ja. meine es damit als nächste Offenbarung, ja. Aber das war nicht am nächsten Morgen, wie du gesagt hast vorhin. Guck mal, guck mal. Guck mal, ich erschrak vor ihm und kehrte zurück und hüllte mich. Als er zurückgekommen ist, haben wir doch gesehen, er hüllte sich. Und dann hat weiter kam Offenbarung. Oh, du Bedeckender, als er sich gehüllt hat. Wieso? Die sind doch zu Waraka gegangen danach. Wie bitte? Die sind doch zu Waraka gegangen. Ja, aber der Prophet, die Offenbarung, als er sich Ja, offenbart hat, hat wann ihn kam Allah diese, dann, O du Bedeckender, genannt. O du Bedeckender, als er sich wann bedeckt kam hat. dieser Vers? Wann kam dieser Vers? Dieser Vers ist danach, wo die zurückgekommen sind. Kann doch nicht sein. Doch, weil der Beweise Gott hat mir, ihn doch gesehen, als er zu Hause beweise mir, gekommen wann die ist. erste Sure gekommen ist und wann die zweite Sure gekommen ist. Guck mal, guck mal. Als Nein, die, nein, also die beweise doch erste mir jetzt. Beweise mir doch jetzt, wann die erste Offenbarung und die zweite Offenbarung war war. doch Sure, die erste war Ikra, lies den Namen deines Gottes, bis zur Ja, ersten wann ist die offenbart Verse. worden und guck mal, wann diese Guck. offenbart worden ist. Warte jetzt mal, warte, warte, ich erkläre dir. Die erste fünf wurde in die Hölle offenbart, stimmt? Und danach haben sie sich beruhigt, gingen sie zu Waraka. Und dann kamen die zurück. Und dann hat dann Gott auch offenbart, oh du Bedeckender, weil er sich schon Ja, bedeckt wann? hatte. Ja, wann? 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 Das will ich wissen. Als sie zurückkamen natürlich. Wie zurückkam? Von Waraka Hier, guck direkt? doch. Hier, der Prophet sagt selber, als ich zurück war. Hier, guck mal. Als Der ich unterwegs Prophet, war. Als ich ja, unterwegs war. unterwegs, wo ist zum Beispiel? Ja, Wo? keine Ahnung, wo er war. Er war doch unterwegs nach Hause, weil hier steht noch mal. Guck mal. Nein, wo steht da, dass er unterwegs war? Nach Hause, von Waraka nach Hause. Wo steht Oh das? Mann, guck mal. Vor Sag ihm doch. kehrte zurück. Zurück. Warte kurz, lies mal von Anfang an. Der Prophet sagte, warte. Mein Gott. Der Prophet sagt in dem Bericht, als ich unterwegs war, Ja. hörte ich unterwegs jetzt, guck mal, Okay, hörte ich was? eine Stimme von Himmel. Ja. Erst einmal die Offenbarung, Waraka. Jetzt kommt er zurück unterwegs. Nein, das ist nicht direkt hinterher, das will ich dir sagen. Weißt du Doch, warum? das ist die Hadith, Senat, was wir Lüge, gelesen er haben. ist Drei. unterwegs gewesen. Senat, Da steht Senat, ganz Nein. kurz. Hadith, Senat. 3, jetzt kommt die 4. Senat, Senat, nochmal, guck mal. Da steht nicht, wohin er unterwegs war. Da steht nur, dass er unterwegs war. Und was Judy Erstens meint ist, erzählt er hier, guck Senat, mal. Senat, 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 ey, guck Nein, mal, ich bin die sag ganze Zeit respektvoll. Ich bin die ganze Zeit leise. Nochmal, was Judy sagt. Wir sehen hier nicht, wohin er unterwegs war und wann das war. Wir sehen hier nur, dass er unterwegs war. Das ist das, was Judy meint. Okay, hier, Und du machst ich sag's nicht. daraus, Okay. Senat, warte doch mal bitte. Du machst jetzt daraus, dass er zurück war von Waraka nach Hause. Das steht da alles gar nicht. Und du weißt auch nicht, wann die herabgesandt wurde, wie viel Okay, Zeit dazwischen vergangen worden ist. Das ist okay, das, was Judy hier. fragt. Hier, guck mal. Er geht Khadija nach ging zu Hadith seinem Umman, er geht Onkel. nach Warte Hadith mal. Umman, er geht nach Hadith Khadija, Umman. 3, guck mal, 3. Khadija und der Prophet gingen zum Waraka. Da kam nichts offenbart. Waraka hat ihn dann belehrt. Da kam nichts offenbart. Nichts offenbart. Während die zu ihm gegangen sind. Guck mal, jetzt kommt hier, diesen Tag, noch am Leben, sagt der Waraka, wurde auch nichts offenbart. Jetzt geht's weiter. Es geht weiter. Die vier, jetzt kommt weiter. Warte, Als jetzt der Prophet sagte, als ich unterwegs war. als er unterwegs war, zu wem? Zurück Ja. nach Hause, hier steht nochmal, Bestimmt. guck mal, wir Kann lesen, doch nicht sein. doch, weil als sie zu Waraka Hat er waren, seinen kam Vater, sein seine Mutter? Warte ganz kurz. Merkst du, Offenbarung.
hör bitte auf, bitte. Reicht, reicht. Wo ist deine Frau? Wo ist deine Frau? Wie bitte? Warum steht da nicht, als ich mit meiner Frau unterwegs war? Seine Frau war doch. Er muss dabei. Doch nicht jetzt seine Frau erwähnen. Wer sagt, dass er seine Frau erwähnen muss? Okay, also war seine Frau dabei. Als sie zu Waraka gingen. Nochmal. Ja, und dann zurückgekommen sind. Okay, auf dem unterwegs Weg zu ihm. War jetzt, er war mit seiner Frau zusammen. Okay, unterwegs. Ja. Mit seiner Frau zusammen. Nehmen wir so jetzt an. Und zu ihnen haben sie noch nichts, keine Offenbarung bekommen. Und jetzt geht es weiter, der Hadith. Ja, jetzt geht es weiter. Jetzt ist er mit ganz unterwegs. Kurz, du hast etwas erwähnt, was mich wirklich sehr stark zum Nachdenken bringt. So, ich mache jetzt mal meine Kamera an, ich mache dich auch groß. Und zwar, seit wann muss ein Prophet belehrt werden? Warum muss er den Propheten belehren? Er ist doch ein Prophet. Ist das dein Ernst? Ja. Sind die Propheten allwissend? Ja, aber... Ja, guck mal, Senat, das ist doch merkwürdig. Senat, guck mal, das ist doch merkwürdig. Du musst dir keine Belehrung brauchen. Warte ganz kurz, bitte ganz kurz. Senat, das ist doch merkwürdig. Lass mal ein bisschen unser Verstand arbeiten. Ein Engel erscheint ihm, ein angeblicher Engel. Ja, sagt ihm dreimal, lief, packt ihm und bis er zu seiner Erschöpfung, richtig? Warum hat dieser Engel nicht zu ihm gesagt, oh Mohammed, ich bin ein Engel, von Gott gesandter, ich habe dich ausgewählt? Warum hat es ihm nicht gesagt? Warum muss das ein Waraka sagen? Guck mal, er hat ihn doch das ist die doch merkwürdig, Verse zitiert. Nein, es ist nicht merkwürdig. Nichts ist merkwürdig. Weißt du, der Prophet war doch keine. Warum? Senna, darf ich dir sagen, warum für uns, aus unserer Sicht, das merkwürdig ist? Ja, also ich rede jetzt von mir als Christ. Jedes Mal, wenn sich ein Engel offenbart, und wir reden ja hier angeblich von Jibril, ja, also von Erzengel Gabriel. Und jedes Mal, wenn sich ein Engel offenbart und auch der Erzengel sich offenbart, ist der erste Satz, den er sagt, fürchte dich nicht, ich komme im Namen deines Herrn. Ja. Okay, das ist, weil die Engel wissen, wenn die einem Menschen erscheinen, haben die so eine Gestalt, dass du natürlich erstmal erschreckst, weil du so etwas in deinem Leben noch nie gesehen hast und 99,99% der Menschen so etwas nie sehen werden. Also wenn ich mir vorstelle, dass ein... warte kurz bitte, Senat. Wenn ich mir vorstelle, ein Engel erscheint mir, ich mach Pipi in die Hose wahrscheinlich. Ich meine das ganz ernst jetzt hier, auch wenn das jetzt lustig klingt. Aber man kriegt Angst und deswegen kommt ein Engel immer und sagt, fürchte dich nicht. Das ist das Erste. Und jetzt guck mal, jetzt pass auf. Jetzt drehen wir diese Situation um. Der gleiche Engel, der in der Bibel erscheint, von den gleichen Engeln, die alle in der Bibel erscheinen, die immer mit diesem Satz kommen. Kommt er, sagt, lies, er liest nicht, er packt ihn und würgt ihn, fast bis er bewusstlos wird, das Ganze dreimal. Das passt nicht. Und deswegen musst du verstehen, dass wir hier sagen, aus biblischer Sicht für uns Christen, oder aus menschlicher kann das kein... Mit reinem Verstand. Mit reinem Verstand. Nein, ich sag ja, nein, nein, ja, natürlich mit Verstand. Aber auch aus, ich sag ja gerade für mich, Judy, aus christlicher Sicht, macht es null Sinn, wirklich gar keinen Sinn, dass der Erzengel Gabriel so mit jemandem redet, jemanden würgt. Das haben wir an keiner Stelle, sehen wir das in der Bibel, dass Gewalt gegen einen Menschen ausgeübt wird. Ja, das ist Gewalt, einzudrücken bis zur Bewusstlosigkeit ist leider Gewalt. Also Gewalt gegen einen Menschen, der jetzt die Botschaft verkünden soll oder dem er erscheint, dem er eine Information gibt oder so, das gibt es nicht an irgendeiner Jesus Stelle. Jesus hat doch die Schlagerung gekreuzigt, das war auch ein Gewalt. Ja, aber guck mal, dein Antwort. Ja, aber war das ein Engel? War das ein Engel? Senat, guck mal. Senat, ja, nein, bitte, guck mal. Senat, ja. Guck mal, ganz das kurz. War mal Gott hat zugelassen. Senat, hol mal Luft bitte, ganz kurz. Aber der Vater hat uns zugelassen. Senat, wir reden hier über Engel. Nicht über das, was Menschen getan haben. Wir reden hier von Engeln. Und du kommst, ja, man hat doch Jesus auch gepeitscht und gekreuzigt. Wir reden hier von Engeln, die Menschen erschienen sind. Okay? Ja, okay. Dankeschön. Okay. Mama, aber wie kann Gott seinen Sohn opfern für jemand anderen, der Verbrechen macht? Was für Gott ist es dann auch? Warte ganz kurz. Siehst du? Lass mal nicht vom Thema jetzt weg. Warte, nein, das ist zum Thema. Wieso springst du jetzt? Na, ich habe dir nur ein Beispiel gegeben. Ja, aber das Beispiel hat doch gar nichts mit diesem Thema zu tun. Wir haben Gott nicht beizubringen, wie er Flex, offenbart. Judy, das ist einfach nur noch schwierig. Du redest über deine Sache, da kommt sofort alles der Nächste. Alles gut, alles gut, alles gut. Guck mal, nee. Bitte. Warte ganz kurz. Bitte schön.
als Abschied hat ein Jibril zu ihm gesagt, ich bin ein Engel? Nein, hat er nicht. Hat ihn aber doch, hat ihn den Namen Gottes, hat ihn den Namen, Bruder, ich sage dir, das war ein Satan. Ja, das sagst du. Oder hat auch gesagt, das ist die gleiche Botschaft wie von Moses und das ist Lüge. Ich lüge dich auch und ich sage dir, das ist ein Satan gewesen. Wenn er nicht mal gesagt hat, dass er ein Engel ist, ist es ein Satan gewesen. Ja, hat Satan mit ihm gesprochen, weil er sagte, aber, wie Satan? Ja, aber das war ein angeblicher Engel, aber ist kein Engel. Moses hat Allah direkt durch einen Baum mit ihm gesprochen, hast du doch selber gesagt. Ja, warte, Allah hat direkt gesprochen. Nein, Habibi. Ja. Habibi. Allah hat direkt zu Moses gesprochen. Allah persönlich. Okay? Richtig. Er höchst persönlich. Okay? Ja. Aber hier reden wir von einem angeblichen Engel. Okay. Was ihm nicht mal gesagt hat, ich bin ein Engel von Gott. Er hat heißt ihm das, nicht mal gesagt. Weil Gott mit anderen Propheten vor allen Dingen, er hat nicht mal seinen Namen genannt. Woher weiß er, dass das Jibril war? Ja. Heißt das? Ja. Heißt das, weil Gott nicht zu anderen Propheten gesprochen hat, sondern der Engel, sind die keine Propheten? Ja, aber wie haben die zu ihm gesprochen? Wie haben die auch erwürgt? Haben die auch geschlagen? Haben die ihn auch gesagt, lief? Nein. Hat Gott zu jedem Propheten direkt gesprochen? Nein. Hat er nicht? Okay, warte ganz kurz. Okay, mach mal Maria. Hat Gott zu Maria im Koran gesprochen oder der Erzengel? In den Koran. Warte ganz kurz. Okay, was auch. Ganz kurz. Ja. Ganz kurz. Woher wusste Mohammed, dass der Engel Jibril ist? Weil er wusste ja eh nicht, dass er ein Engel ist, aber woher wusste er, dass dieser Engel Jibril heißt? Ja, der Koran hat ihn doch in Surah Laylat al-Qadr. Was ist der Koran? Nochmal, ich stelle diese Frage. Das ist eine wirklich... Lass mich reden. Warte, Senna. Kannst du mir nur aus Koran, keine Gelehrte, aus Koran zeigen, wo steht, dass Jibril ein Engel ist? Ja, natürlich. Wenn ich dir zeige, dass Jibril ein Engel ist. Aus dem Koran. Aus dem Koran. Jibril ist. Aus dem Koran. Ohne Tafsire, ohne Hadith, ohne gar nichts. Ohne Tafsire, ohne gar nichts. Wo Allah sagt, wer der Feind von den Engel Jibril, Michael ist, Allah ist seine Feind, okay? Jetzt guck mal. Ich zeig dir. Okay, zeig mir. Warte ganz kurz. Solange bist du Muster, möchte ich nochmal eine Frage in den Raum werfen. Ist Mohammed nicht wissen, dass Allah mit ihm persönlich redet? Also zum Beispiel hat er ja persönlich geredet. Ja, Julie, ganz kurz. Aber war Mohammed nicht wichtig genug? Er ist doch das Siegel der Propheten. Dann hat Allah nicht mal persönlich mit ihm geredet? Das ist eine Frage. Natürlich hat er ihn in den Himmelsreise, hat doch mit ihm gesprochen. Himmelsreise hat doch mit ihm gesprochen. Wer hat Mohammed Du meinst diese Himmelsreise Al-Burak, wo er auf diesem Esel gesessen ist. Seine Vision. Aber Bruder, nochmal, wer hat ihm denn die Verse, die Suren herabgesagt, übermittelt? Jibril. Steht das auch im Koran mit der Reise mit Burak? Nein, das steht da nicht im Koran. Ja, dann akzeptieren wir das nicht. Ja, du musst nichts akzeptieren. Warte mal, ich zeige dir die Verse. Bruder, so viele Geschehnisse, ja, so viele krasse Sachen stehen nicht mal im Koran. Ich küsse doch dein Herz. 200 Jahre später kommt ein Sahih al-Bukhari und fügt irgendwas dazu, macht zu Mohammed was, weiß ich was. Warum steht da das nicht im Koran? Da wurde die Bibel in der Zeit von Moses geschrieben? Ja, aber guck mal, ganz kurz, steht das im Koran drin? Warte, wurde die Bibel in Zeit von Jesus geschrieben? Nein. Ganz kurz. Du kommst immer mit Bibel, okay? Steht alles nicht in der Bibel drin? Alles steht nicht in der Bibel, nein. Stimmt das, was er sagt? Ich kenne mich ja nicht so gut damit aus. Was denn? Ich habe gerade kurz nicht zugehört. Was steht nicht? Die Bibel wurde auch nicht zur Zeit Jesus geschrieben. Ich meinte, okay, alles gut, ja? Aber es steht alles in der Bibel oder steht nicht alles in der Bibel? Alles in der Bibel. Okay, schon die Antwort hast du. Warum steht diese mit Burak, diese Reise nicht im Koran? Sag mal. Okay, in Sure 17 zum Beispiel, ja? Sure 17. Mach mal auf. Warte, zeigen, in Sure 17?
Und Tafsir, Allah sagt, es gibt eindeutige und mehrdeutige Verse. Und diese mehrdeutige Verse hat der Prophet das erklärt. Nein, zeig mir aus dem Koran, dass Jibril ein Engel ist. Das wollte ich von dir. Genau, warte, gleich. Ich suche das. Ich warte, such mal bitte. Viel Spaß bei der Suche, Sena. Natürlich, ich höre bei Allah, es steht im Koran und ich zeige dir jetzt die. Ja. Warte mal. Er hat jetzt auch gesprochen. Bei Allah, er steht und ich werde dir zeigen, das, ganz das, kurz. Wo steht Jibril, ein Engel ist? Jibril direkt, okay? Ganz kurz. Ich zeige dir. Eine Minute, ich mache mal kurz Kamera aus. Wallah, du hast 10 Minuten. Okay, gleich. Judy, wir entnehmen Auskosten. Aus dem Neuen Testament und fertig. Alter Bund, neuer Bund. Für mich binden als Christ ist der neue Bund. Aber wir haben nicht so eine Hadith-Sammlung oder sonstiges, wo wir noch irgendwas entnehmen. Alles ist in der Bibel. Gleich habe ich. Bruder, du hast 10 Minuten. Nimm dir so viel Zeit, wie du willst. Ganz kurz. Judy! Ja, Nina. Reden wir nicht mal über Waraka ibn Naufal in den Hadithen. Was? Ist vorhin über diesen Waraka, das ist doch Waraka ibn Naufal, ne? Ja. Lass alles klar, okay. Alles gut. Wo war das, diese? Na, du hast Zeit, geduldig, entspann dich. Trink ein Glas Wasser, Bruder. Trink ein Glas Wasser. Nein, ist gut. Alles gut, wenn einer von deinen muslimischen Brüdern hier im Chat ist, vielleicht kann er in Sura und ein Vers sagen, wo es steht, dass Jibril ein Engel ist. Der Jibril. Senat, ich kenne das, wenn man unter Stress was sucht, dann findet man das häufig nicht. Lass dir Zeit. Ja. Hier die Zuschauer. Ich kenne das selber. Ich kenne das selber bitte. Auch. Ja, die Leute im Chat hier, die können ihnen helfen, die sollen ein Sura und ein Vers geben. Die sollen ein Sura und ein Vers geben, unterstützen den Bruder Senat. Wo steht, dass Jibril ein Engel ist? Hadith ist, glaube ich, auch da. Oder hilf dem Bruder. Ja? Wir sollen ihnen helfen, Bruder. Nein, ist gut. Hilf ihm. Ich bin gerade unterwegs, Judy. Ich bin am Autofahren. Ich kann heute nichts zeigen, leider. Nein. Ich meine, Senat sollen die helfen, wo im Koran steht, dass Jibril ein Engel ist. Nur im Koran. Keine Tafsire, keine Hadithe. Okay, gleich. Leute, Mary, komm hoch, Bruder. Schwesterherz. Mary, komm hoch. Jalla, komm hoch zu uns. Schwesterherz, komm hoch. Warum soll ich alle Muhammad? Was ist mit den Muslimen? So, okay, jetzt haben wir Liebe zum Hadith, das ist Anwar. Yo, Flex, Mann, Flex, warum lässt du mich 2 Stunden unten warten, Mann? Ich hab das erst jetzt gesehen, sorry. Hallo. Ganz kurz zu deinem Engel, ja? Also ein Engel kommt und du sagst, ein Engel kommt mit hab keine Angst, ich bin ein Engel. So, welche Kinderfilme hast du geguckt? Warte kurz, warte bitte, Anwar. Wir sind hier gerade bei einer anderen Sache. Wir warten auf den Bruder. Ja, kein Problem. Also, wir müssen hier festhalten. Ganz kurz. Also, Flexer, nicht vom Thema abweichen. Wir warten auf einen Vers. Ja? Wir weichen nicht vom Thema ab. Das hat alles damit zu tun. Flex, du sagst ja, wir warten jetzt erstmal auf den Flex, Vers. Flex, du sagst, alles alle gut. Engel sind lieb. Du kannst kurz reden. Ich bin gleich fertig. Was ist mit den Todesengeln? Wenn der Todesengel kommt, sagt er, oh Flex, ich bin ganz lieb, ich nehme jetzt deine Seele. Wir reden hier von Gottes Geschöpfen, Liebe zu Anwar. Wir reden hier von Gottes Geschöpfen, verstehst du? Ja. Und wenn Gottes Geschöpf kommt und, sagen wir mal, ein Propheten sich offenbart, dann drückt er ihn doch nicht dreimal an der Brust und macht ihn Angst. Also bitte. Er hatte Angst und dann hat er ihn gedrückt. Und das Lustige noch an der ganzen Sache ist, alles der wusste so nicht mal, dass das ein Engel ist. So. Und dieser Waraka, der hat gesagt, das ist ein... Hä? Er war nicht mal da. Was soll er das wissen? Evangelium und hat das bezeugt.
Damals gab Flex. Es nicht mal das Evangelium. Flex, er hat ihn liebevoll. Flex, er hat ihn liebevoll gedrückt. Damals gab es nicht das. Wer kam denn vor Mohammed? Wer war denn vor Mohammed? Warte kurz. Oh, wir reden Nein, von der bitte, Zeit, wo das Leute, mit. Wer war denn vor Mohammed, Flex? Jetzt hast du dich vertan, aber ich lach dich nicht aus. Kein Problem. Lass mal bitte hier kurz Ruhe bewahren, bis der Bruder den Vers. Okay, wir warten jetzt erstmal auf den Vers Anwar. Wir kommen nochmal darauf reden, zu. Mann. Ich rede doch mit Flex. Anwar, wir kommen nochmal darauf zu. Wir kommen nochmal darauf zu. Warte, wir lassen jetzt erstmal den Senat, den Vers. Okay, Mann. Flex, ihr habt gelöst. 30 Sekunden, ich habe euch auch. Okay? Senat, 30 Minuten, nicht 30 Sekunden. Lass uns Muslime auch ein bisschen lachen. Wenn du das schaffst, Senat, du bist ein Held in meinen Augen. Bei Allah, ich habe letztens gelesen, welche Sure das war, sondern wer Allah, Jibril, Mikael zu Feinden nimmt, dann diesen Feind ist auch Allah. Ich will wissen. Masha'Allah, wir wollen ein Vers, wir wollen ein Vers, dass er ein Engel ist. Dass Jibril ein Engel ist. Komm mir nicht mit Mikael und Asrael und was weiß ich was. Nur wo steht, dass Jibril ein Engel ist. Okay, wenn ich jetzt Mary hier hochhole, ist sowieso Endstation, weil die kann Arabisch, die kann alles. Bruder, ich kann auch Arabisch, alles gut. Die Schwester kannst du hochholen. Ja. Sie ist gut. Ich kann Deutsch, das reicht auch. Guck mal, ja, alles Senna, gut. Senna. Okay, du weißt doch, der Spitzname von Jibril heißt El-Amin, stimmt? Bruder, ich will sehen. Du weißt doch, wer El-Amin ist. Das ist Jibril, stimmt? Nein. Komm nicht mit sowas. Was? Guck mal, ich antworte. Du sagst mir du zeigst mir jetzt, wo steht, dass Jibril ein Engel ist. Komm mir nicht mit. Ja, ich zeig dir doch. Und was weiß okay. Ich, bitte. Ich zeig dir doch. Jibril ist doch El-Amin, stimmt? Bruder, du bringst uns jetzt ein Vers. Ich zeige dir doch den Vers in Sure. Okay, also Johanna jetzt hat Jibril. 92. Senat, nein. Ganz kurz, 26. Ich muss euch unterbrechen. Nein. Warte, ich unterbreche kurz. Ich muss kurz unterbrechen. Ich muss kurz unterbrechen. Was war das ganz jetzt, Flex, Mann? Was war das? Mach nochmal. Unterbreche jetzt, ganz kurz. Sure 26, Vers 192. Hör zu. Du redest immer rein. Hör mal zu. Ja, du wolltest doch wissen, wir wollen keinen Spitznamen. Oh, lass mich reden. Du willst mir jetzt auch noch oder du willst uns jetzt noch verkaufen, dass Engel Jibril einen Spitzname hat, richtig? Er hat Spitzname. Ja. Hat er gerade versucht, leider. Auf jeden Der Fall. Hat einen Spitzname, wo ist das Problem? Es gibt Todesengel. Mal. Hör mal zu, damit Habibi, du weißt. Es gibt Todesengel. Die haben einen Namen. Ach, jetzt ist er sogar ein Todesengel. Es gibt ein Todesengel. Nein, das ist die Namen. Flex, das ist ein Street Gangname. Das ist ein Straßenname. Bruder, ein Bruder, Gangname. Warte ganz kurz. Senna. Warte, ich hole Adapter. Ich habe noch 1%. Ganz kurz. Falls es ausgeht, sag nicht, ich habe Ding. Senat. Alles gut, Senat. Senat. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Masha Allah, Füße. Masha Allah. Hat sich schon geklärt. Ich habe jetzt zwei Stück Dönerbock noch Fleisch geholt. Ich mache jetzt Reso und das. Soll ich Jivan Bimunro, Safrikana Palaputa? Masha'Allah. Senat, Bruder, wenn Mama einmal Brot gebacken hat, ruf mich, ja? Das albanische Brot, Bruder, ist so lecker, wenn die Mütter das machen. Masha'Allah. Ich bin und Flexe, hört ihr mich beide? Wir hören dich, Bruder, jetzt. Guck mal, selbst Allah hat dem nicht mal gesagt, wer Jibril ist. Ich weiß, Bruder. Das ist ja das, was ich die ganze Zeit sage. Allah hat nicht mal gesagt, dass das Jibril ist. Das ist schrecklich. Wie kann man daran glauben? Masha Allah, er ist weg. Sein Akku. Der kommt wieder. Sein Akku ist alle, Bruder. Ja, nee, guck mal, Leute, bitte, 263 Zuschauer, nicht mal Allah hat gesagt im Koran, dass Jibril ein Engel ist. Kennt ihr das? Allah sagt ein Jibril im Koran. Warte, wir lassen das jetzt raussuchen. Gleich kommt die Antwort. Okay,
Okay, such mal aus. Such mal auch bitte aus. Wir geben dir auch 10 Minuten. Ja, nee, wenn Allah selbst nicht mal sagt, dass Jibril und Mikael steht im Koran. Nein, Habibi, sag, zeig mir eine Stelle, wo steht Jibril ein Engel ist. Ja, also ich möchte auf jeden Fall einen Beweis, ja, dass Jibril, also ich will auch keinen Spitznamen, ja, ich will nur wissen, ob Jibril wirklich ein Engel Gottes ist. Und diesen Vers brauchen wir. Alexa, ich wollte eigentlich, ja, Bruder, ich wollte eigentlich gar nicht mehr live gehen, aber das Thema, was du heute hattest, ich habe ein Video von dir gesehen und ich dachte mir, ey, ich kann mir das nicht entgehen lassen. Weil ich habe mich mit diesem Thema verdammt viel beschäftigt. Ja. Wirklich. Was für ein Video hast du gesehen, Bruder? Was du gepostet hast, dass heute Thema Jibril ist, der Engel Jibril mit 600 Flügel. Ach so, ja. Dann dachte ich mir... Juli, darf ich fragen, warum du nicht mehr live möchtest? Bruder, ich will ein bisschen so Pause machen auf jeden Fall. Okay. Ich brauche ein bisschen eine Pause, Bruder. Ich hab ein paar Sachen, die ich mich damit mehr beschäftigen möchte erstmal. Okay, sehr schön. Oder machst du Pause wegen die Drohungen, weil ich kriege auch sehr viele Drohungen, aber mich juckt ja, das. Ich habe erst gestern eine Drohung von Christen bekommen, der hat keine Ahnung. Anwar, hör auf, der ist nicht mal gekommen, Jani. Walla, alles gut, Anwar. Du bedrohst die Leute und sagst, komm. Kann ich dir zeigen, gestern hat er mich bedroht und ist nicht gekommen, Jani. Alles gut. Oder nicht alles Bruder, gut, ich habe das hier schwarz auf weiß. Jemand, der im laufenden Bande Menschen bedroht, braucht sich nicht wundern, wenn er auch mal bedroht wird, also sorry. Beschwer dich nicht über etwas, was du selber am laufenden Bande machst. Wem hab ich gedroht, Mann? Erzähl mal keinen Müll hier. Alleine 500.066 Kommentare in unseren Streams. Was laberst du? Du hast auch gesagt, mit Kopfnuss oder eine Schelle, irgendwas hast du auch mal zu mir gesagt, Anna. Hast du mir auch mal gesagt, Anna. Zeitgedächtnis, das ist ein Problem. Alles gut. Dann weißt du, wie ich bedroht wurde? Ja, ich war live bei Jerry. Da sind seine muslimischen Brüder hochgekommen. Der eine sagt, Judy, wenn wir dich erwischen, guck mal, was mit dir passiert. Der andere macht Kamera an und zeigt, wie man von einem Menschen seinen Kopf abhackt. Klingt doch sportlich. Bruder, hör mal zu. Ich sag dir, übertreib mal nicht, Judy. Ich will ganz kurz was in die Runde sagen, Leute. Leute, oder wer redet da im Hintergrund von euch? Bei mir ist niemand. Okay. Merkt euch eine Sache. Wenn Menschen im Internet wirklich Rambo spielen und sagen, wenn ich dich sehe, wenn und das, du musst dir mal vorstellen, in der Wildnis laufen ganz viele Hyänen rum, okay? Das sind schreiende Hyänen in meinen Augen, die versuchen, einen auf Löwe zu machen. Das ist einfach so. Flex, du hast gehört, der Dings hat mich letztes Mal auch bedroht bei dir. Habe ich dir gesagt, mach einen Kampf klar zwischen mir und diesem Doktor. Ich meine, das ist kein Gegner, ich verbinde mir gerne die Augen, wenn der kommt. Ja, ne, bring wen meinst hin. Du denn? Ich meine diesen Dr. Scheich, diesen Doktor, keine Ahnung wie der heißt, Dr. Scheich oder wie der heißt. Du hast letztes Mal gesagt, stopp. Dr. Scheich. So ja. Gesagt. Dann hast du gesagt, gut, machen wir. Dann mach doch klar. Ich bin gerne, ich stelle mich zur Verfügung. Mann, Hallas, das war dieser Moment, jetzt vergiss mal nur. Er macht das. Ja, aber die Frage ist, ich habe ja versucht, das zu schlichten. Ich habe gesagt, das reicht jetzt. Es reicht doch mit Schlichten. Es reicht, der hat mich beleidigt, Ganze, da muss. Das ist mein dritter. Du tust so, als ob du ein Unschuldslamm bist. Was ist los mit dir? Du tust so, als ob du ein Heiliger bist. Worüber beschwerst du dich? Ich hab gerade mit Flex geredet, Mann. Du redest hier Black in einer Gruppe. Du bist hier nicht alleine bei Flex zu Hause. Guck mal ganz kurz, ich bin... Bruder, wir warten nicht alles auf gut, alles so, gut. Ich bin, wenn dich jemand bedroht hätte, wie hättest du denn reagiert? Das Ding ist, guck mal, Anwar, soll ich dir sagen, wie? Warte mal ganz kurz, Flex. So wie ich es immer tue. Gottes Segen, mein Bruder. Gottes Segen. Ja, du hast, dein Herz ist so, was soll ich sagen? Ja, ich kann mir nichts sagen lassen. Guck mal, Anwar, darf ich dir was sagen? Guck mal, also ich höchstpersönlich sag dir ganz ehrlich, ich bin fest davon überzeugt, wenn ich, du und unser Bruder, ich bin, auf eine Shisha rauchen gehen, also wenn wir Shisha rauchen gehen würden, wir würden uns super verstehen, wir würden uns wahrscheinlich kaputt Flex, lachen. Mit dir, aber mit denen ich bin... Aber warte, worauf ich hinaus möchte. Nicht kreuzen. Besser nicht. Guck mal, worauf ich hinaus möchte. Du musst wird nicht passieren, zuhören. Brauchst du keine Angst haben. Guck mal, Leute, jetzt hört zu. Guck mal,
worauf ich hinaus möchte ist, viele denken jetzt, weil ich jetzt diese Videos mache, dass ich islamophob bin, etc. pp. Und was auch immer. Senat ist da. Ja. Guck mal, Flex, die Besten, wo wir uns wohlfühlen in der Moschee, sind einfach die schwarzen Brüder. Unsere Leute sind manchmal ein bisschen rassistisch, gebe ich zu, Mann. Aber ja. Ich fühle mich selbst als Afrikaner. Ich fühle mich nicht mal als Tunesier oder so. Ja. Aber ja, nee, ja gut, aber ich, du weißt schon, du sagst, du bist Tunesier. Nein, bin ich, ja. Ja, also, dann bist du ein Afrikaner. Ja, deshalb habe ich, wenn die sagen, ich bin rassistisch, ich mag mehr Schwarze als Weiße, kann ich sagen. Ja, auch aber wenn ich du dürftest aber, Anwar, ich bin nur ehrlich zu dir, Anwar, du dürftest auch das N-Wort gar nicht in den Mund nehmen. Habe ich auch nicht. Ich würde mir selbst fünfmal in die Fresse hauen, weil meine ganzen Nachbarn in Tunesien sind alle schwarz. Und wir haben kein null Probleme. Wir gehen zusammen schwimmen, wir gehen hammam, wir gehen essen, wir gehen zusammen beten. Wir haben keine Probleme. Was wir hier für Probleme haben, das sind, die haben Fitna zwischen uns gemacht. Was soll ich sagen, ja? Das ist ganz anders. Ja, was heißt Fitna? Es geht ja nur darum, guck mal, weißt du, was das Problem ist, Anwar? Es geht ja darum, wenn wir die Schriften analysieren, ja, guck mal, Gott hat uns ja Augen gegeben, Gott hat uns Ohren gegeben, Gott hat uns eine Fähigkeit gegeben, dass wir gewisse Sachen auch selber erkennen, ja. Wenn wir jetzt, sagen wir mal, diese Schrift analysieren, ja, so mit der Höhle, Jibril und alles etc. pp., dann erkennen wir, dass da was nicht stimmt. Warum? Was stimmt dort nicht? Es wurde selbst ja, guck mal, dieser Engel erscheint ihm. Okay, ich mach das jetzt mal vor. Ja. Flex, ganz kurz, ich bin gleich wieder da, ich muss von dem telefonieren. Ich habe deine Zeichnung gesehen, ich musste bis jetzt noch lachen. Ich habe eben, bin fast umgekommen. Flex, ich habe auch nicht viel. Ja. Kannst du diese Fried, Bruder Senat nochmal hoch und friedlich ist? Klar, Senat? Ja, gerne, na klar. Ich muss auch gleich raus. Wir haben jetzt länger als eine Minute gewartet, auf jeden Fall. Mhm. So, ich bin da, ich hatte ein bisschen Senat, wie geht's dir? Meine Herren, Flex, Junge, das kann ja wohl nicht wahr sein, Alter, dann Ewigkeiten schreibe ich hier rein auf 3, mein Freund, Alter. Scheiße, jetzt holen die diesen Alter. Ja, sorry. Ganz kurz, Leute. Oh, ey, Senat, wir haben dich gesehen. Wir haben dich gesehen, Senat. Senat, ich hab dein Gesicht gesehen, Mann, du bist ja richtig pummelig. Ja, hier, zeig mich doch mal. Senat, hast du den Fest jetzt, Bruder? Weil ich muss Flex, Mann, ich hab gar nicht viel Zeit. Ich wollte nur schnell unseren Spruch ablassen und dann, das ist mein Hauptaccount hier. Hier musst du zurückfolgen. Mach mich groß. Ich will den Fest haben. Aber guck mal, wenn er Jesus liebt, lass mich ausreden, okay? Mach mal weg. Nein. Jetzt geht das schon. Hol mir den Vers aus dem Koran, wo Allah sagt, dass Jibril. Okay, aus dem Koran. Jetzt hört mal bitte zu, alle. Nein. Flexer, mach ihn stumm, Flexer. Bitte, nimm ihn runter. Flexer, wenn er so macht, dann nicht. Aus dem Koran. Wo steht das? In Sure 2. Nicht aus dem Koran. Sure 2, weißt du was? Sag mal, Sure 2, welcher Vers? Ja. Pass. 97. Wer auch immer Jibril feind nimmt, so hat ihn den Koran, also Jibril hat ihm den Koran durch die Ermächtigung Allahs in dein Herz, Mohammed, herabgesandt. Ja, aber wo Jibril steht, hat den Jibril Koran Suche in dein 297, Herz. Da steht eindeutig Jibril drauf. Allahu Akbar. Wo steht, dass er ein Engel ist? Ja, guck mal, wir haben doch vorhin gesehen, wer hat ihm den Koran gebracht? Jibril. Und hier sagt auch mal. Da unten steht, wem Allah immer Jibril zu seinem Feind macht. Und dann steht da auch Engel da. Guck mal, wer auch immer Jibril zu seinem Feind. Warte kurz. Ich muss kurz unterbrechen. Lexa, bitte, ganz kurz. Wo steht, dass der Jibril ein Engel ist? Darum geht's. Lass mich ausreden. Ich zeige euch jetzt. Lass mich ausreden. Bitte. Guck mal. Wir gehen so. Wer immer Jibril zum Feind nimmt. Lass mich aussprechen. Warum hast du Mann! Mohammed konnte nicht lesen, der konnte nicht schreiben, der kann gar nicht. Lass mich aussprechen jetzt. Sei mal fair, sei mal ein Mann. Wir lassen ihn reden, Leute, wir lassen ihn doch mal reden. Wir lassen ihn aus Respekt. Okay, so. Sprich, wer auch immer Jibril zu Feind nimmt,
So hat er, also Jibril, den Koran, doch mit Ermächtigung Allahs in dein Herz herabgesandt. Also in sein Herz herabgesandt, als Bestätigung dessen, was vor ihm war. Und als Rechtleitung und frohe Botschaft für die Gläubigen. Wer auch immer zu Feind wurde gegen Allah und seine Engel und seine Gesandten und Jibril und Michael, so ist er schwach, so ist er wahrlich. Wallah, subhanallah. So ist wahrlich Allah den Ungläubigen ein Feind. Was haben wir gesehen? Wer ist zu dem Propheten gekommen? Jibril, als ein Engel. Genau. Und ihr sagt, Allah Jibril hat ihn den Koran gebracht. Nein, da steht aber nicht, dass Jibril ein Engel gebracht. Ist. Nein, guck mal, lies den Vers nochmal. Allah lies den Vers nochmal. Jibril und Mikael, das sind beide Engel. Okay. Bitte. Anwar, bitte, warte mal ganz kurz. Lass mich mal mit ihnen alleine reden. Okay, welche Sure? Ich mache das. Welche Sure? Ich lies vor. Sure 2, 97. Und Guri, okay. Eine Entschuldigung. Alle ruhig, ich lies vor, weil ich verstehe das. Du dich groß, zeig den Vers bitte, so können wir besser dran gehen. Aber keiner soll sterben. Okay? So, keiner soll dazwischen reden, ich lies vor. Weil wir lesen da dreimal und. So, warte mal, 46, 96, 97, gell? 97, lies einfach 97 nur. Okay, ich fange gleich an. Kleinen oder, Moment. Nee, 98, oder? Also bei mir ist 98. Ich lies einfach, egal, wir werden schon lesen, aber bevor wir lesen, ganz kurz, es muss auch zum Koran passen. So, ganz kurz, ich muss jetzt mich kurz groß machen. Okay. So, Leute. Roy, lach weiter, bald kommt der Islam, dann ja, wie du dir die Hose anlesen tust. Yes. Oh, Leute. Guck mal, das ist der Wahnsinn. Lass mal bitte diesen Vers. Warum kommst du nicht in die Hölle? Ich wusste, dass du in diesen Vers kommst. Okay. Leute, wartet kurz. Ich suche nämlich übrigens mein Laptop, Republic of Gamers. Das Ding ist eine Maschine, ich sag's euch mal. Moment, ich suche jetzt ganz kurz mein, oh mein Gott, wo ist mein Teil, Mann? Egal, ich mach's mit meiner Hand, oder? Guck mal, jetzt ist mein zweiter Kuli schon wieder verschwunden, ey. Egal. Also gut, wir halten fest. Ab, wo lesen wir? Warte kurz, was wollte ich nochmal bei dir? Ach, und dein Ende, und dein 97 oder 96? 97. Ja, warte, 96 und 97. Beide. Okay. Und ganz gewiss wirst du sie als die geringsten Menschen nach Leben finden, sogar mehr noch als diejenigen, die Allah etwas beigesellen. Manch einer von ihnen möchte gern 1000 Jahre am Leben bleiben, aber selbst dass er am Leben bliebe, würde ihn nicht das der Strafe entrücken. Allah sieht wohl, was sie tun. So, sag, wer auch immer Jibril Feind ist, so hat er ihn doch den Koran mit Allahs Erlaubnis in dein Herz offenbart, das zu bestätigen, was vor ihm offenbart war, okay, und als Rechtleitung und frohe Botschaft für die Gläubigen. So, weiter. Wir halten jetzt hier fest, wir lesen nirgendwo, dass dieser Jibril ein Engel ist. 98 noch dazu, Mann. 98. Wer Allah und seinen Engel und seinen Gesandten und Jibril. Und Michael, das sind beides Engel. Und Michael, okay, warte kurz. Und Michael, Feinde ist. Ja. Allah. Das sind sogar bei euch Engel. Erzengel Gabriel Habibi, und Michael. Habibi, warte kurz. Engel. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gabriel, Michael, Feinde ist. Flex. Flex, Bruder. Ja, Mary. Gabriel ein Engel ist. Ja, Mary. Hi, ich brauche 5 Minuten, weil ich gehe wieder runter, ja? Okay, Schwester, jetzt klar. Ich habe zwei Sätze aber, zu sagen. Aber bevor du weiterredest, Mary, ich muss immer was Schönes reinmachen, warum? Damit diese schöne Stimmung da ist, weißt?
So, jetzt. Der Islam wird kommen. So. Ich keine Sorgen. Mohammed erhielt alle seine Offenbarungen von einem Engel, angeblich namens Jibril. Dieser Engel Gabriel, okay, gewesen sein sollte, normalerweise ist ein Engel, ja, aber dieser Gabriel, dieser Jibril, ja, soll niemals von Gott gewesen sein. Guck mal, warum? Während die anderen wahren Propheten direkt von Gott angesprochen werden, kam dieser angeblich Jibril einfach zu Mohammed und hat angeblich was offenbart, ja, kam als stellvertretend. Ich frage mich, warum? Warum, wenn ein wahrer Prophet, warum spricht Gott nicht direkt mit ihm? Erstens. Genau, darum geht's ja. Wir haben in Mose, ja, Kapitel 12, wir in der Bibel, und der Herr sprach, hört meine Worte, wenn es bei euch einen Propheten gibt, so gebe ich mich ihm in Visionen zu erkennen und rede mit ihm im Traum. Es ist eine direkte Verbindung. Also, warum hat Gott nicht direkt zu Mohammed gesprochen, sondern sandte angeblich einen Engel, der 23 Jahre lang Offenbarungen vorgelesen hat? Kein Wunder, denn auch der Satan fand sich als Engel des Lichts. Lass mich ausreden. Guck mal, was jetzt mit Satan ist. Dann Satan tarnt sich auch als Engel des Lichts. Und wie kann ein Engel einen Propheten erwürgen? Wenn er aber ein guter Engel ist, ja, soll er einfach sanftmütig sein und kommen mit einer sanftigen Botschaft. Warum sollte ihn einfach wirken? Das macht doch keinen Sinn. Auch nicht und fragt dich, damit du siehst, dass dieser Engel kann nur Satan sein. Genau, und wir halten jetzt mal, an dieser Sache fest. Moment, Moment, wir halten jetzt an einer Sache fest. Erstens, der Engel kam, während Mohammed in dieser Höhle ist, okay? So, dieser Engel, ich mach das jetzt mal vor, bam, der drückt ihn hier so fest, an der Brust, okay? Genau. So, liest, bam, nochmal drückt ihn, bis zur Erschöpfung. So, also, Leute, wir müssen wirklich mitdenken. Ja, wir haben ein Gehirn, wir können mitdenken, Gott hat uns ein Gehirn gegeben zum Denken. Ich bin noch nicht fertig. Jesus gesprochen, Jesus hat sich selbst... Ich bin noch nicht fertig, warte. Ich bin noch nicht fertig, warte kurz. So, wir halten uns jetzt mal da fest. Ja, dreimal wird er gedrückt an der Brust. Okay, bis zur Erschöpfung. Ja. Er rennt nach Hause. Ja, er wusste nicht mal, ob es ein Engel ist. Dieser Waraka hat gesagt, es ist ein Engel. Und dieser Waraka war nicht mal da. Und was sagte die Frau? Was hast du vorhin gelesen? Wahrlich, Mohammed, du bist ein Prophet. Hä? Okay, Also, meines Erachtens nach, Den Koran in seine Herz offenbart, hast du selber vorhin gelesen. Wartet mal ganz kurz. Flex ist lustig, muss ich sagen. Ich lache immer gerne über Flex. Warum redest du immer dazwischen? Flex, mein Lieber, hörst du mich? Okay, Bruder. Ja, Bruder, jetzt. Guck mal, ich hoffe, was dein Thema heute anging, ich könnte dir viel dabei unterstützen. Ja? Können wir bitte diesen Vers 98 noch mal lesen und erklär uns bitte, wo du daran liest, dass Jibril ein Engel ist? Ja, wir lesen es jetzt auch gleich. Weil ich habe jetzt lange auf Senat gewartet, er hat mir diesen Vers gebracht. Ja, Rudi, du hast dich leider blamiert, muss ich zugeben. Hat er nicht. So, wir lesen diesen Vers noch mal zusammen. Ich drehe jetzt meine Kamera. Zeigt uns mal eindeutig, wo Jesus sagt, ich bin Gott. Zeige ich dir auch gleich, keine Sorge. Guck mal, wir machen das ganz einfach, Anwar. Wer kommt am jüngsten Tag des Gerichts? Am jüngsten Tag des Gerichts? Ja, Isa kommt. Ja, Khalas. Wer? Jetzt hast du die Frage beantwortet. Jesus kommt, weil der Messias ist. Ja, okay, und nur wer kann richten? Allah. Ah, also ist Isa Allah oder nicht? Nein, Risa richtet ja nicht hier, er verfolgt die Christen. Jesus die Christen ist über Gott, Jesus ist der, der richtet. Nein, Jesus wird hinter Imam Mehdi beten. Jesus wird hinter Imam Mehdi beten. Wer kann denn eigentlich Leben erschaffen? Das kann nur Allah subhanahu wa ta'ala. Aus einem Stab eine Schlange geschaffen, ist er jetzt Gott? Ja.
Warte ganz kurz. Halt egal. Wir machen jetzt erstmal diesen Vers weiter. Ich drehe jetzt erstmal meine Kamera. Oh, warum konnte Jesus nicht selbst, also, sich selbst erschaffen? Er musste geboren werden. Bleiben wir bei dem Vers. Lass ihn. Bleiben wir bei dem Vers. Und wir haben. Okay. 98, ach nicht. Ich lese vor. Wer Allah. Ich lese vor. Ich lese vor. Wer Allah und seinen Engeln, okay, wir analysieren das jetzt richtig. Wer Allah und seinen Engeln und seinen Gesandten und Jibril. Aber Jibril wird hier nicht als Engel genannt, bei hier. Über Engel und Gesandten, was spricht denn über Tomaten oder was? Das sind doch nein, warte mal. TikTok-Sport ist, Jungs. Zuschauer, die können das für sich selbst und bestimmen. Michael Feind ist, so ist Allah den Ungläubigen Feind. So, aber wartet also, kurz, wir geben kurz. Judy Rederecht. Guck mal. Der sagt ja auch deutlich. Er kann sich einer hier stumm, ich höre mich doppelt. Senna, kannst du mich stumm, guck mal, ob ich... Okay, danke, das war bei dir. Wer Allah und seinen Engel, eins, und seinen Engel, und, zwei, und, wie heißt er nochmal? Jibril. Drei, und Michael. Feind ist. Wir haben hier vier Sachen, die erwähnt werden. Du musst dich lauter machen, Judy. Hört man mich nicht? Jetzt hört man dich. Du bist zu leise gewesen gerade. Ich habe gesagt, wer Nummer 1, ein Engel Nummer 2, ein Gesandten Nummer. Du bist so leise, Bruderherz. Ich weiß nicht, du gehst immer so weit weg vom Handy, glaube ich, immer wieder. Er hat Angst vor Jibril, weil er sagt, er ist kein Engel. Ist jetzt besser? Hört man mich besser? Jetzt ist besser, ja. Okay. Wir halten fest, wer Allah, Nummer 1 Allah, und seine Engel Nummer 2. Nummer 2. Ja, und seine Gesandten Nummer 3. Nummer 3, er ist ein Gesandter. Ja, und Jibril Nummer 4. Nummer 4. Und Michael Nummer 5. Nummer 5. Feind ist. Warum steht da nicht... Das heißt also, Allah, ist der Gesandte auch ein Engel? Nein. Jetzt Mensch, da wird doch über Engel und Gesandte gesprochen. Geht's uns noch gut? Nein, ich antworte. Aber Gudi, Wallah, wenn du das auch nicht annimmst, dann kann ich dir nicht helfen. Hör mal jetzt zu, alle. Guck mal, hier ist der Beweis. Wenn du das nicht annimmst, dann hast du selber mit dir ein Problem. Guck mal jetzt. Welche Sure, welche Vers? Diesen Vers, 97, erstmal fangen wir an. Okay. Guck mal, und da bestätigt ein anderer Vers, dass es Jibril ist. Wer auch immer Jibril zu dem Feind nimmt, so hat er, also Jibril, hat er den Koran. Warum steht da nicht Engel Jibril? Gleich, warte, ich zeig dir. Warte, jetzt steht Engel. Mach ihn mal groß, bitte, Flex. Lass mal fair sein. Ich bin dann raus nach dieser Sache, weil das hat keinen Sinn mit dir gerade. Ja, genau, da kannst du wirklich rausgehen. Guck mal, mach mich mal groß. Guck mal jetzt. Hier ist der Beweis. Guck mal. Okay. Wer auch immer Jibril zu dem Feind, so hat er ihn den Koran offenbart, okay? Jibril hat ihn den Koran. Und jetzt guck mal hier, was steht hier? In Sure Ashura, Vers 92, guck mal. Und wahrlich, dies ist eine Offenbarung, dem der Herr der Welten von Al-Ruh Al-Amin herabgesandt worden ist. Offenbarung von wem? Al-Amin, Al-Ruh. Was bedeutet Al-Ruh? Der Engel, stimmt? Welche Sure, welche Vers? Sure Ashura, Vers 192. Geist mit der Wahrheit heißt das. Da steht auch bei euch in der Bibel drin. Und hier, guck mal. Und wahrlich, dies ist eine Offenbarung von deiner Herr der Welten, die von Al-Ruh herabgesandt worden ist. Und hier sehen wir nochmal, wer hat ihn herabgesandt? Wer auch immer Jibril zu Feinden nimmt, so hat er ihn den Koran offenbart. Jibril! Ja, ich sage dir, Jibril ist ein Koran offenbart. Kann mir bestätigen, dass er ein Engel ist. Okay, was bedeutet Geist? Der Geist? Ein Engel ist auch ein Geist. Allahu Akbar, was bedeutet Ruh auf Arabisch? Das ist ein Satan. Warte, was bedeutet Ruh auf Arabisch? Da steht da Engel. Guck mal, Ruh bedeutet doch Geist. Ja. Ein Satan ist ein Djinn. Bitte. Ja, warte ganz kurz. Genau, warte ganz und Djinn sind aus Feuer. Warte ganz kurz. Allahu Akbar. Jetzt musst du warten. Allahu Akbar, jetzt Flex, muss auf jeden Fall den Islam annehmen. Ja, auf jeden Fall. Zuge Ashwara. Wir machen es noch viel besser, was eure Gelehrten sagen. Hört zu. Wir machen das jetzt so. Hört zu. Weil wenn ihr das nicht annehmen wollt. Lass mal kurz bleiben. Welche Nummer hat diese Sure?
Warte mal ganz kurz, ich mach mal auf. Flex, kannst du nur deine, eure Engel mal aufzählen, wie die 26. heißen? 26, ich bin mal nicht sicher. Ich glaube 26. Wie heißen eure Engel, Flex? Warte kurz. Welcher Vers? Vers 192 bis 93. 192. Leute im Chat, hört mal auf, mich zu beleidigen. Man hat mal ein bisschen Respekt. Ruh auf Arabisch, da steht auf Arabisch Ruh. Und du hast gesagt, Ruh ist ein Geist, ein Engel. Und 192, hier steht, wir haben den Geist die Offenbarung gegeben. Nein, warte ganz kurz. Und hier, wer hat die Offenbarung, Jibril? Steht nicht, 93. 92. Jibril hat die Offenbarung hier herabgesandt. Und warte kurz. Wer gibt denn den Ruh? Lies doch mal den Vers. Ja, nazala bihi Ruh al-Amin, okay? Okay, wer ist, okay. Was hat man gegeben, die Offenbarung, stimmt? Warte ganz kurz. Wer gibt den Ruh? Was ist mit dem Ruh? Was sagt Allah über ihn? Dass er ihm die Offenbarung gegeben hat, stimmt? Habibi, Allah gibt doch die Offenbarung Ruh, richtig? Allah gibt Flex. Hat ihn gegeben, dass er auch so offenbaren soll. Flex. Warte kurz, der treue Geist kam zu ihm, okay? Okay. Okay, warte kurz. Flex. Warte kurz. Warte, ich gehe erstmal raus. Hier sind mir zu viele Gelehrte, Alter. Ohne Scheiß. Warte ganz kurz. Ich möchte noch von Ihnen wissen, ja? Ja. Wo ist der Name von Jibril? Woher soll ich jetzt wissen, dass es Jibril ist? Okay, hier. Okay, verstehe mich. Und wahrlich, das ist die Offenbarung, Koran, von den Herr der Welten, die alle Ruh, also der Engel, herabgesandt worden ist. Jetzt guckt man jetzt. Was steht hier? Wer hat den Koran offenbart? Habibi, noch immer Jibril. Zu Feind nimmt, so hat er die Offenbarung herabgesandt. Habibi, okay, Jibril kannst du Jibril. Warte kurz, Bruder, denn Allah schickt doch auch die Satanen runter, Bruder. Nee, aber Allah sagt, Jibril hat die Offenbarung. Jibril, Allah schickt doch die Satanen. Okay? Allah schickt auch die Satanen. Damit hab ich doch gar kein Problem. Okay? Aber nicht für die Offenbarung. Bruder, was für Offenbarung? Aber nicht für. Es geht hier, guck mal, Jibril, die Offenbarung. Ja. Und in anderen Vers steht, der mal, Engel, also denn, Ruh, denn, hat die Offenbarung warte, gegeben. Warte ganz kurz. Die Offenbarung ist doch, um Menschen recht zu leiten, richtig? Die Offenbarung ist, die Menschen recht zu leiten, natürlich. Ja, okay, die Offenbarung von Iblis ist, die Menschen in die Irre zu leiten. Er hat keine Offenbarung. Er lenkt ab von Offenbarung. Wie er lenkt von Offenbarung ab? Er flüstert, dass du nicht die Offenbarung gehorcht. Ja, und was ist diese Offenbarung? Ist das auch nicht, denkst du, dasselbe? Nein, er tut nur ein Flüstern, das muss ungehorsam sein. Du kannst mir nicht gerade auf meine Frage eine Antwort geben, das ist auch nicht schlimm, Senat. Ich habe dir klar und deutlich gesagt, zeig mir ein Vers. Wir haben das klar und deutlich gezeigt, ich weiß nicht, warum du nicht die Wahrheit natürlich. Nein, soll mir ein Vers aus dem Koran zeigen, das war wo doch der klar Vers. Und deutlich steht, wartet, unterbricht mich doch nicht, wo steht, dass Jibril ein Engel ist. Okay, hier nochmal. Und wahrlich, dies ist eine Offenbarung von deinem Herr, die Bruder, von Ruh. Was bedeutet Ruh? Warte kurz, da ist Michael gemeint. Was bedeutet Ruh? Wer hat die Offenbarung bekommen? Ruh, stimmt? Ein Geist. Aber du weißt schon, dass die Dämonen auch Geister haben. Jibril, den wir die Offenbarung gegeben haben. Hier ist der Name von den Ruh, heißt Jibril. Bei euch in der Bibel steht auch, wir sandten den Geist mit der Wahrheit. Wir sandten den Geist mit der Wahrheit. Wo steht da, dass er ein Engel ist? Ja, was bedeutet Ruh? Ruh ist links hier Geist. Wo steht ist ein Geist ein Engel? Wie ist Geist ein Engel? Ist ein Engel? Ja, Senat, ganz ehrlich, ne, guck mal, mit allem Respekt, ne? Mach jetzt nicht aus Ruh ein Engel, also das ist Geist, wir wissen, was Geist bedeutet. Mach doch nicht dieses Wörterhopping hier. Das ist wirklich anstrengend, wirklich. Bruder, glaubst du mir, ich bin so weit mit Ihnen gekommen, dass ich nicht mehr klar denken kann? Nein, dass du kannst. Du bist nicht durcheinander. Aber das, was er hier redet, macht einen so wirsch. Das ist diese Taktik jedes Mal. Er macht aus einer eindeutigen Aufgabe. Alle stummen sich. Alle stummen sich kurz. Ich spüre was ab. Und dann hört ihr zu. In der Bibel steht nirgendwo, wo Jesus sagt, ich bin euer Herr, bitte mich an und der hält Jesus. Nicht zur Bibel, Anwar. Spring nicht zur Bibel jedes Mal. Ich bin, Bruder. Was ist dein Problem mit mir, dass du mir die ganze Zeit ins Wort fällst, Mann? Warte ganz kurz, meine Frage war klar und deutlich. Er soll mir zeigen, wo im Koran steht, dass Jibril ein Engel ist. Mehr wollte ich von ihm nicht haben. Okay, hast du doch. Er kann das nicht beweisen.
Wer auch immer zu Feinde da, wurde gegen Engel? Allah und, Habibi, und seine das? Engel Oho. Und seine Gesandten. Ja, und seine Gesandten und seine Engel und seine Gesandten und Jibril und Michael. Und Jibril und Michael. Wir haben genug Beweise, dass Michael und Jibril Engel sind. Bruder, er kann es noch so reden, wie er will. Jibril und ich mache das gleich mal klar. Warte kurz, warum steht da nicht Jibril, sein Engel Jibril und Michael? Warum steht sein Engel, sein Gesandten und Jibril und Michael? Warum steht da nicht neben Engel direkt sein Name? Oh, guck mal, ich sag's dir, weil diese zwei mächtige. Nicht mal Allah hat es geschafft, in dein Buch reinzuschreiben, dass Jibril ein Engel ist. Und du willst jetzt hier okay, was anderes. Wenn ich dir zeige, okay, ich sag dir, in einem Tag, wo Jibril zu Allah nach oben steigt, Bruder, in diesem Maß 50.000 Jahre ist, nimmst du an? Guck mal, ich kann dir jetzt auch dein Sure jetzt kommen, wo Allah, als Allah Adam erschaffen hat und die Engel befohlen hat, ja, sich niederzuwerfen, außer Iblis. Iblis ist ein Djinn, aber er hat die Engel befohlen, okay? Jetzt sagt Allah zu ihm, Iblis, warum hast du dich nicht niedergeworfen? Wo steht das, Allah, wo steht das, Iblis ein Engel war? Warum? Okay, nein. Wir kommen nicht weiter. Ich mache das jetzt einfacher. Nein. Ich schwöre bei Allah, wenn du mir beweist auf Koran, dass Iblis ich muss weitermachen. Ein Leute, Engel ist, ich Leute. Werde Chris, zeig mal. Flexa, gib mir bitte noch diese 2 Minuten. Allah sagt, okay. Allah befiehlt die Engel, sich niederzuwerfen, ja, und bestraft danach Iblis, obwohl Iblis kein Engel ist, ne? Er ist ein Djinn, richtig? Aber der klare Befehl ging an die Engel, dass sie sich niederwerfen. Dann sagt er zu ihm, warum wirst du dich nicht nieder, Iblis? Er sagt, ja, du hast ihn aus Lehm erschaffen, mich aus Feuer, warum soll ich ihn nie? Aber warte ganz kurz. Allah in dem Vers. Warte kurz, Allah schmeißt ihn aufs Paradies raus, ja? Er schmeißt den Klauen deutlich raus und dann geht Iblis wieder ins Paradies und flüstert bei Adam und Eva. Wie funktioniert das? Sag mal. Okay, ich sag's dir hier. Ich zeig dir doch ganz kurz. Sura 18, Vers 50. Okay? Und da sprachen wir zu den Engeln, werft euch vor Adam nieder und sie warfen sich nieder, außer Iblis, er war einer von den Djinn. Und er war ja. Erstmal, der war kein Engel, er war einer von den Djinn. Also ja, boom, er war einer von den Djinn. Ja, aber war kein Engel. Boom. Aber wem hat Allah befohlen? Er war ein Djinn, boom. Ja, wem hat Allah befohlen, sich niederzuwerfen, Senna? Was ist mit boom? Iblis war ein Djinn. Ja, aber was war der Befehl? Der Befehl war, dass dich niederwerfen vor Respekt. Wer soll dich niederwerfen? Wer? Die Engel sollen sich niederwerfen und Iblis soll sich auch vor Respekt niederwerfen? Ja, okay, aber der Befehl war doch an die Engel. Warum sollte sich Iblis... Auch an Iblis. Iblis durfte mit den Engeln oben chillen, als einzigster Djinn. Als einzigster Djinn, aber der Befehl war trotzdem Dings. Der Befehl ging trotzdem an die Engel, nicht an den Djinn. Nein, alle sollten... Alle standen doch da. Wo steht da alle? Hier, komm, mach, ich zeig dir nochmal die Kamera. Bruder Flexa, bitte komm. Wir kommen, weichen jetzt ein bisschen von jetzt Jibril ab auf Iblis und Allah. Komm mal bitte. Okay, ich mache ihn mal groß, aber danach mache ich gleich weiter und dann zeige ich mal was. Hier, guck. Ja. Okay. Ja. Okay. Sag mir, an wem der Befehl ging, okay? Okay. 1850, ja. Okay. Und hier nochmal, wo war ich? Hier. Und dann sprachen wir zu den Engeln: Wirft euch nieder vor. Wirklich vor Adam nieder. Warte. Da und da sprachen wir zu den wem? Zu den Engeln, erstmal. Engeln. Und jetzt kommt. Was kommt hier? Wirft euch vor Adam nieder. Zu den Engeln. Oh. Alle warfen sich nieder, außer Iblis. Er war einer von den Djinn. Was ist Djinn? Ein Djinn. Ja, auf Deutsch Djinn. Ein Geist, keine Ahnung. Aus Feuer erschaffen. Ja, Djinns sind aus Feuer erschaffen. Auch ein Geist. Sind die Djinn und die Engel gleich? Ja, genau, das sind. Warte kurz. Ich hab ihn jetzt. Guck mal. Er ist auch ein Geist, ein böser Geist, richtig? Nein, sind die Engel und die Djinn gleich? Nein, sind die nicht. Also Teufel war doch kein Engel, er war doch ein Djinn. Ja, okay, aber der Befehl ging doch zu den Engeln, richtig? Ja, aber der Djinn. Also jeder, der hier drinnen schreibt, dass Djinns Dämonen sind wirklich keine wissende Menschen hier drinnen. Warum? Weil Gott hat die Djinns selber auch erschaffen. Also bitte.
Es gibt gute Dämonen und schlechte Dämonen, nur mal so. Es gibt gute Djinns und es gibt böse Djinns. Also ja. Wer hier drinnen schreibt, dass Djinns Dämonen sind, und jetzt, guck mal, denen ist so echt nicht mehr zu helfen. Ja. Guck mal, einmal Engel und jetzt bei den Teufeln. So war er ungehorsam gegen den Befehl. Er ist alleine. Er war einer von den Djinns. Warte. Warum war er ungehorsam, wenn der Befehl nur an die Engel ging? Nein, wer sagt dann die Engel? Hier, die Engel warfen sich nieder, aber der Djinn nicht. Warte kurz, lies mal den ersten Satz von dem Vers. Du musst komplett lesen, guck mal. Nein. Und das machen wir zu den Engeln. Erst einmal zu den Engeln. Er sprach zu den Engeln. Wirft euch nieder und sie warfen sich nieder. Punkt. Ja, okay, Senat. Und jetzt geht's weiter. Außerhalb blies, er war einer von den Djinns. Warte, so war er ungehorsam gegen den Befehl Allahs. Also hat ihn auch Allah befohlen. Nein. Doch. So war er ungehorsam gegen den Befehl Allahs. Ja, weil Allah nur die Engel befohlen hat. Guck mal, Sina. Nein, nein. Eine Frage an dich. Du stehst jetzt neben 5 Frauen, okay? Oder 4 Frauen, okay? Du stehst neben 4 Frauen. Ich sage, Frauen, sitz dich hin. Würdest du dich hinsetzen? Ja, aber wie geht's weiter? Nein, Befehle. Nein, beantworte meine Frage. Diesen Menschen, du bist Mensch, okay? Ich sage, Frauen, sitz dich hin. Würdest du dich als Mann hinsetzen? Aber gibt zwei Befehle. Hallo, einmal die meine Frage. Beantworte meine Frage. Was? Würdest du dich Wenn die Frauen sich hingesetzt haben und du zu mir dann auch nochmal sagst, dann ja. Bruder, ich sage, mein Befehl ist klar und deutlich. Frauen, sitzt du hin. Würdest du als Mann dich hinsetzen? Wenn du zweite Mal mich ansprichst, wenn du mich allein ansprichst, ja, wie so Gott sagt. Judy. Judy, ich habe deine Frage verstanden. Judy, warte, Bruder. Ich habe deine Frage, warte ganz kurz. Ich habe deine Frage verstanden. Er auch. Er weiß, er kann nicht antworten. Lass ihn. Also, doch, ich hab doch er wird nicht darauf antworten. Nein, hast du nicht. Ich habe doch geantwortet. Einmal er hat die Engel, einmal den Djinn. Senna, du bist die ganze Zeit nur am Täuschen. Und da sprachen wir zu den Engel. Er sprach zu den Engel. Engel. Ja. Klar, einmal zu den Engeln, richtig. Du bist weit untergekommen. Eine höher, zwei höher, zwei Verse höher. Ja, hier. Ja. Und da sprachen wir zu Engel, zu den Engel. Da steht doch, er sprach zu den Engel. Ja, nicht nur. Vor Adam nieder, zu den Engel. Wirft euch. Aber nicht Senat, nur zu denen. Senat, ganz kurz, darf ich einmal zwei, drei Sätze sagen? Guck mal, Senat, darf ich drei Sätze mal sagen? Dankeschön. Danach darf ich auch was sagen. Das, was du sagst, Senat, würde Sinn machen, wenn da steht, wir haben den Engeln und dann haben die Engel das gemacht und wir haben den Djinn und dann haben die Djinn das nicht gemacht. Warte, lass mich bitte ausreden. Hier ist von Engeln die Rede und an dieser Stelle wird nicht unterschieden zwischen ihnen. Und es wird gesagt, dass Iblis das nicht gemacht hat. Er war einer der Djinn. Unter den Engeln gibt es Gruppierungen. Aber der Befehl ging ganz klar an alle Engel. Okay, deswegen, jetzt. Das, was du sagst, würde nur Sinn machen, wenn da nochmal stehen würde, und wir haben den Djinn befohlen. Aber das steht doch da nicht. Deswegen. Doch. Hör mal zu, was hier steht. Und da sprachen wir zu den Engeln, wirft euch nieder und sie warfen sich nieder. Jetzt kommt ein Komma. Jetzt kommt ein anderer, außer jetzt Iblis. Er war einer von den Djinn. Er war einer der Djinn. Nochmal. Er war ungehorsam gegenüber dem Befehl. Er hat auch einen Befehl nochmal bekommen. Senat. Ich habe langsam das Gefühl, du bist schwer vom Begriff. Das ist nicht böse gemeint. Nein, super, schwer so vom Begriff. Und er hat einen Befehl bekommen. Er hat das noch. Du kannst schon sticheln. Warte mal bitte ganz kurz. Entspannt euch alle, Senat. Nein, ganz kurz, warte, Judy, ganz kurz, warte nochmal, guck mal. Er kann das noch 10-mal wiederholen. Die Djinn werden nicht gesondert aufgefordert, sondern er sprach zu den Engeln. Und der Iblis hat das kapiert und hat sich nicht hingesetzt. Und dann wird gesagt, er ist einer von den Djinn. Aber okay, es heißt ja nicht, dass er kein Engel ist. Ja, aber es wird hier keinen Sinn, Unterschied dass Allah gemacht. Danach sagt er, außer Iblis Nein. hat sich nicht niedergeworfen. Das macht doch keinen Sinn. Ach so, danach. Warte. Das macht keinen Sinn, nochmal die Frage zu stellen. Aber er sagt doch, dass Iblis ein Djinn ist und sich von der Frage, also von dem Befehl an die Engel, nicht angesprochen fühlt. Das ist doch Bullshit, was du sagst. Weißt du, wie das Junge, ist? Nein, vor einem Menschen niederzuknien. Gudi, wenn ich sage, alle haben mir zugehört, außer der Gudi,
hat mir nicht zugehört, was ich gesagt habe. Hä? Guck mal, alle haben mir zugehört jetzt. Alle. Sinn. Judy, Judy, alles verschwendete Zeit, macht keinen Sinn. Warte, ich mach keinen Sinn. Aber Senat, warte kurz, einen Moment. Lass mal den Vers kurz weg, Senat. Lass mal bitte mit reinem Verstand reden. Menschlicher Verstand, okay? Aber Iblis hat auch gesagt, warum. Er hat gesagt, ich bin aus Feuer erschaffen und er ist aus Lehm erschaffen. Ja, 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 wieso soll ich vor so einem Nieder? Warte ganz kurz, warte ganz kurz. Das kommt noch, das kommt noch. Guck mal, Senat, Senat. Hörst du mich? Ja, sure. Guck mal, lass mal diesen Vers beiseite. Bitte, antworte nur ganz normal auf meine Fragen. Du stehst neben fünf Frauen. Ich gebe jetzt einen Befehl an den Frauen. Ich sage, Frauen, sitzt euch hin. Würdest du dich hinsetzen? Ich würde mich nicht gesprochen fühlen, weil ich keine Frau bin. Boom. Richtig, also bleibst du stehen. Jetzt haben sich die Frauen hingesessen, aber du nicht, weil du ein Mann bist. Ja, da musst du sagen, alle Männer. Perfekt, Judy. Perfekt, Judy. Perfekt, perfekt. Ja, nein, das stimmt nicht. Warte ganz kurz, warte ganz kurz. Also, du wirst dich nicht hinsetzen, weil ich klar und deutlich gesagt habe, mein Befehl ging an die Frauen. Frauen, sitzt euch hin. Du als Mann sitzt dich nicht hin. Jetzt komme ich zu dir. Der zweite Punkt. Jetzt komme ich zu dir und sage dir, warum hast du nicht meinen Befehl gehorcht? Warum gehörst du nicht meinen Befehle? Dann sagst du zu mir, dein Befehl war klar und deutlich an den Frauen, nicht an mir. Okay. Und jetzt, okay. Gott sagt doch zu ihm. Oh. Nein. Und Gott sagt dir. Du sagst zu mir, hör zu, hör zu. Du sagst zu mir, warum sollte ich das? Dann er springt jetzt zur Bibel. Warte kurz, das sind weibliche Personen und ich bin ein männlicher Person. Warum sollte ich mich jetzt hinsetzen? Weil wenn Gott auch extra zu dem Teufel gesprochen Senat. Hat. Senat, Schachmatt. Nein, stimmt doch gar nicht. Guck mal. Schachmatt, mein Freund, Schachmatt. Aber richtig Schachmatt, aber richtig Schachmatt. Senat, okay, okay. Schachmatt. Nein, stimmt Schachmatt, doch gar nicht. Senat. Gott sagte, was hindert dich daran, dich niederzuwerfen? Senat, wo ich Schachmatt. Dir befohlen habe. Wo ich dir befohlen habe. Lass ihn mal reden, genau, jetzt. Wo hat er ihm das befohlen? Zeig mal die Stelle, wo er ihm explizit alleine das befohlen hat. Schachmatt. Er war doch jetzt dabei, hat einmal die Engel befohlen, einmal hat er ihn befohlen. Aha, wo hat er ihm befohlen einmal? Zeig die Stelle. Subhanallah, zeig die Stelle. Schachmatt. Schachmatt. Was Schachmatt? Einmal hat er befohlen. Zeig die Stelle, wo er Iblis explizit alleine befohlen hat. Guck mal, wie viele Suchen hat er befohlen? Einmal. Zwei. Drei. Vier. Wie soll das zeigen? Dies vor. Zeig. Du hast dich selber K.O. gelegt jetzt. Nein, habe ich mich nicht K.O. gelegt. Zeig, wo er explizit sagt, er soll sich niederknien. Jetzt, alleine jetzt nur an ihn gerichtet. Jetzt mache ich meine Show. Ja. Alle stummen sich ganz kurz. Jetzt mache ich meine Show. Ganz kurz. Also gut, Senat. Ich denke mal, das hat sich ja von alleine schon geklärt, das Ganze. Jetzt machen wir es noch schöner. Alle hören mir gut zu. Jetzt wird es wirklich sehr, sehr interessant. Ne? So, jetzt putzen wir erstmal die Kamera, sehen wir wieder ganz gut. So, jetzt drehen wir mal wieder die Kamera. Und dann hören wir bitte alle aufmerksam zu. Okay, Leute? Alle zuhören bitte. Alle einfach zuhören, wir sind noch nicht fertig. Our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam would go into the cave. Aha. In the darkness. Also, er ging in der Höhle, in der Dunkelheit. So, jetzt alle gut zuhören. Ja, das sind eure Leute, die sprechen, nicht wir, eure Leute. Night, meditating, contemplating on the creation, contemplating on the creator. Aha. Because even before prophethood came to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aha. Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam already had that natural instinct in his heart to worship that one Lord. They worship that one Lord. Okay. Suddenly, out of nowhere, a supernatural being comes. A supernatural being. So, Leute, jetzt hier ist die Beschreibung. Ihr müsst euch vorstellen, Muhammad ging immer abends in dieser Höhle. Okay? Muhammad Richtung Höhle. Alle zuhören und dann könnt ihr von mir aus eure Meinung geben. Hier ist Muhammad. Er geht Richtung Höhle, okay? Muhammad, Höhle. Then it came a supernatural being. So, bam. Jibril mit 600 Flügeln. Jibril. So, wir sind aber noch nicht fertig. Coming for you. Jibril, jetzt warte. Hört euch weiter. Ich bin noch nicht fertig. And grabs the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, wenn wir sagen grabbing someone, so jetzt, ich zeige euch mal, was grabbing heißt. Ja?
grab. Wir sind noch nicht fertig. Jetzt. And presses his chest. Presses his chest. Oh mein Gott. Also, hier halten wir fest. Jibril kommt einfach, bam. Er haltet ihn fest an der Brust, drückt ihn, okay, bis zur Erschöpfung. Allah schickt Jibril, Jibril drückt Mohammed. Okay, jetzt lesen wir, jetzt hören wir weiter zu. Iqra. Iqra. And then the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, I can't read. Angel Jibril again grabbed him, uh-huh, and he pressed his chest. Uh-huh. And he said, Iqra. Iqra. Prophet sallallahu alayhi wa sallam again replied, uh-huh, I can't read. Angel Jibril again grabbed him. Oh. Grabbed him and pressed his chest and he said, Iqra. Iqra. The Prophet sallallahu alayhi wa sallam again said, I can't read. So. Jetzt, ganz ehrlich. Er drückt ihn dreimal auf der Brust und sag es. Ich kann nicht lesen. Meine Frage ist jetzt, auch an die ganze Community, ist das normal, dass dieser Engel Jibril ihn auf der Brust dreimal drückt bis zur Erschöpfung, Leute? Ist das normal, dass Gottes Geschöpf voller Liebe, ja, also hier natürlich, wenn wir umdrehen, ja, ich habe Engel Jibril ganz, ganz anders gezeichnet, ja, guck mal, Engel Jibril. Also, wer sagt denn, dass Engel, dass Jibril voller Liebe ist, Mann? Das ist deine Comic-Denken, du hast so viele Kinderfilme geguckt und auch an Engel ist lieb. Lebsa. Ein Engel kündigt sich an und ein Engel sagt, frohe Botschaft, ich bin der Engel. Ja, was hast du geguckt, Mann, für Kinderfilme? Lebsa. Nein, aber lass uns doch ehrlich sein, ist das normal, dass ein Engel einen Propheten drückt, ein angeblicher Prophet oder ein Angst. Prophet? Er hatte Angst, Mann. Ich schwöre dir, Flex, ich habe in meinem Leben noch nie so einen geistigen Dünnschiss gesehen, wie jetzt gerade aus seinem Mund rausgekommen ist. Woher das sagt, er hat die Bibel gelesen. Er hat die Bibel gelesen. Und nicht irgendwelche Power Rangers geguckt. Guck mal, was du jetzt gerade sagst mit deiner Beleidigung. Du bist ja komplett durch im Kopf. Du bist komplett durch im Kopf. Guck mal, okay, ich bin durch im Kopf. Du hast jetzt gerade beleidigt, du hast eine große Klappe. Treffen wir uns doch, du Stück Scheiße. Ist doch schon wieder Bedrohung. Schon wieder. Einmal triggert, schon dreht er durch. Du hast beleidigt. Ist das der Grund, warum du im Gefängnis gesessen hast? Treff dich mit mir, Mann. Ist das der Grund, warum du im Knast warst? Ist das der Grund? Was hast du denn gemacht? Du Stück Scheiße. Deswegen bist du auf Bewährung. Ist das, weil du Leute angreifst? Warte mal, ist er jetzt rausgegangen oder was ist jetzt? Ja, soll er doch. Alles gut, Flexer. Ja, weißt Bruder, warum er ihn dreimal gedrückt hat? Ja. Damit er lesen lernt. Ah ja, nee, jetzt mal ohne Witz, wir müssen ehrlich sein. Guck mal, dieser Engel Jibril kommt, ja. Pam, der ist gerade hier am Beten, ganz normal. Auf einmal kommt dieser Engel Jibril. Ja, und guckt euch mal den Engel Jibril an. Guck mal, den Engel Jibril, wie der schon guckt. Und kommt, und was passiert? Bam! Der wirkt ihn einfach. Der drückt ihn einfach gegen die Brust. Ey, was der ganz kurz bitte, ne, was der gerade labert, ne? Woher hast du das Wissen über den Erzengel Gabriel? Aus Comic oder Power Rangers? Wir nehmen das Wissen über den Erzengel, über die ganzen Engel aus der Bibel und er zieht das so in den Dreck mit Power Rangers und weiß ich nicht was. Und verlangt dann, dass wir normal mit ihm reden. Ja, ich wiederhole das. Das war richtig geistiger Dünnschiss. Das war eine Unverschämtheit. Leute. Aber im Ernst, wie findet ihr diese Zeichnung? Du bist crazy. Ja, du bist crazy, Junge. Lexa, ich sehe keinen Unterschied zwischen dir und diesem Engel, ja? Du zwingst uns auch zum Lachen, Bruder. Er zwingt ihn zu lachen, du zwingst uns zum Lachen. Also die Zeichnung von gestern, das war sowieso das Beste. Aber Leute, ganz ehrlich, wenn ich jetzt diese Zeichnung verkaufen würde, Leute, wie viel würdet ihr für das bezahlen, was ich hier gezeichnet habe? Jetzt mal Spaß, aka Netflix. Ich gebe dir dafür einen Koranvers. Das ist zu wild. Aber hey, Flex, du musst aufpassen, dass die Ziege das nicht ist. Ah ja, weil die Ziege hat ja die Koranverse. Nee, ich glaube, die hat die Koranvers gefressen, ja. Koranverse. Mann. Masha'Allah. Lexa. Er geht Richtung Höhle, Leute. Okay.
Und jetzt drehen wir um, wir sehen, er ist am Beten, Jibril kommt. I am coming for you. So, gehen wir jetzt um. Pam, der drückt ihn einfach auf der Brust. Flex. Zitiert, Allah schickt ihn. Anstatt dass Allah, warte, gleich kannst du reden, Bruder Herz. Ja. Guck mal, anstatt dass Allah selber mit ihm redet, anstatt dass Allah selber mit ihm redet, nein, Allah schickt ihn. Aber er weiß nicht mal, was für ein Engel das ist. Und dieser Waraka so sagt Lügen, dann, oder? Das war ein Engel, aber wo Waraka war nirgendwo zu sehen. Guck mal, Leute, jetzt nochmal zurück. Als Mohammed in diese Höhle geht, ja, wir sehen das ja, als Mohammed in diese Höhle geht, wo sehen wir, dass Waraka dabei war? Waraka war nicht dabei. Ja, guck mal, du hast heute ein Thema wirklich, wo ich mich wirklich sehr gut damit auskenne. Ja, ich hoffe, ich habe dir in deinem Stream viel weitergeholfen. Bruder, du musst dir doch vorstellen, ein Waraka, so laut Aussage und deren Hadith, ist ein Christ, ja, ein Christ bestätigt, ein ist muslimischen Prophet, ein Prophet, ja, und lügt ihn sogar noch dabei an und sagt, das ist die gleiche Offenbarung wie bei Moses. Er belügt ihn sogar, er lügt ihn sogar an. Krass. Krass, krass, krass. Das ist der Wahnsinn, Leute. Das ist der Wahnsinn. So, aber Leute, ich zeige euch nochmal was. Ne? Das ist wirklich. Ja, Gott segne euch allen, ja. Bis nächstes Mal, irgendwann mal. Bis nächstes Mal. Gott segne Judy. Habibi, Gott segne euch. Bruder Herz, ich zeig dir was. Ja. Dann lass dich kaputt, gerne. Bruder. So, wir machen jetzt mal von Anfang an. Fourth question is, why are the parents of the Prophet in hell? In hell, uh-huh. This question you do not ask me about. This question is something that the Prophet himself والسلام, told us about, and the hadith is in Sahih al-Imam Muslim. His father, a man came to him and said, O Prophet of Allah, where is my father? Who is my father? So the Prophet said, Asusam, your father is in hell. Guck mal, siehst du, hier haben wir Fehler Nummer 1. Da kam einer zu Mohammed und hat Mohammed gefragt, hey, wo ist mein Vater? Mohammed hat gleich geantwortet, er ist in der Hölle. Direkt, ohne es zu wissen. Ohne es zu wissen, er sagt, er ist in der Hölle. Oh Mann, ey. Ey, das ist der Wahnsinn. Das also ist jetzt Mohammed auch der Hüter des Paradies und der Hölle und weiß, wer im Himmel ist und wer in der Hölle ist. Auch nicht schlecht. Genau, und vor allem der Einzige, der das entscheidet oder der das weiß, ist wirklich unser barmherziger Gott. Also woher soll Mohammed wissen, dass er schon in der Hölle ist? Aber Mohammed hat doch auch für Geld Grundstücke im Himmel verkauft. Katastrophe. Katastrophe. Ja. Es gibt ein Hadith, wo er Grundstück im Paradies verkauft für auf der Erde, wenn du ihm Geld gibst und Geschenke, dann hat er Grundstück im Paradies verkauft. Lass dir mal von Judy diesen Hadith geben. Judy hat den hundertprozentig. Wenn nicht, suche ich dir den heute Abend raus, wenn ich angekommen bin. Ja, bitte, suche ihn mir raus auf jeden Fall. Aber wir sind noch nicht. Also er hat schon. Der war Immobilienmakler sind vom Paradies. Katastrophe. Ja. Und jetzt, das geht ja noch weiter. So, jetzt. How did the Prophet know? So, oh, hast du gehört, was er gesagt hat? So, jetzt gehen wir zurück. Ganz kurz. He's in hell. He's in hell. How did the Prophet know? How did the Prophet know? Because Allah told him. So, Allah told him. Ah, so. Okay. Aber in der Höhle, guck mal, siehst du, da haben wir wieder einen Fehler. In der Höhle offenbart sich nicht Allah. Beispielsweise spricht Allah mit dem Propheten, sondern da ist ein angeblicher Engel Jibril. Mohammed hat nie mit Allah gesprochen. Da auf einmal doch? Da auf einmal doch. Aha, sehr interessant. Ein logischer Denker würde jetzt sagen, wir haben da einen Widerspruch. Oh Mann, ey, das ist Katastrophe, Leute. Das ist Katastrophe. Das kannst du den ganzen Tag, die ganze Woche, das ganze Jahr über machen. Immer mit unterschiedlichen Sachen aus Koran und Hadithen und du kriegst jeden Tag neue Themen. Und jeden Tag neue Themen, Bruder.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und dann das mit den 600 Flügel, das ist wirklich volle Lotte, also. Ja, guck mal, unter Stress und unter Todesangst hast du Zeit gehabt, seine Flügel zu zählen? Krass, gell? Und dann akkurat zu zählen? Und vor allen Dingen, wann? Zwischen drücken und der Frage ließ und dann wieder drücken? Also, sorry. Ja. Katastrophe. Ja, Mann. Und guck mal, was die nicht verstehen, ne? Dieses gewalttätige Vorgehen von diesem Gabriel, ich sag nicht mal Engel, das ist für mich kein Engel, von diesem Gabriel, ja? Mhm. Und in der Bibel sehen wir ein ganz anderes Verhalten von allen Engeln. Und dann sagen die uns allen, ja, und dann kommt ein Anwalt und will uns verkaufen, dass die Engel alle hasserfüllt oder gewalttätig sind oder sonst irgendetwas. Und sagt, ja, wo habt ihr euer Denken von den Engeln her aus Comicheften oder von den Power Rangers oder sonst irgendwas? Einfach nur, um coolen Spruch zu drücken. Ja, ist Katastrophe, wirklich. Hat er wahrscheinlich von seinem Bruder, dem Imam, der mit Sven Laune Moschee gegründet hat und rausgeflogen ist. Oh Mann. Vor allem, dass man an sowas glaubt, das verstehe ich nicht, ne? Also es ist ja logisch, man kann ja logisch mitdenken. Ich meine, Gott hat uns ja ein Gehirn gegeben, Ohren, Augen, ja auch ein Verständnis. Genau. Und wir sind, also sorry, also wer das nicht versteht, der ist verloren. Also ey, ja, sorry. Das ist so einfach zu verstehen, da muss man gar nicht mal viel rumphilosophieren. Oder das ist so einfach. Genau, auch gerade mit dem Spruch, wo Allah befohlen hat, dass ja, die Engel sich niederknien sollen, ja, und Iblis das nicht gemacht hat. Hast du gemerkt, Judy hat ihm genau die richtige Frage gestellt, dann hat ja, er weitergeplappert und dann, wo ich ihm dann er hatte keine Antwort auf. Das ist ja das Lustige an der ganzen Geschichte. Und, genau, und wo ich dann gesagt habe, okay, wenn er ihn doch gesondert aufgefordert hat, dann okay, zeig uns doch, wo er ihn auch gesondert aufgefordert hat. Hat er nicht. Hm. Hat er nicht. Aber weil die Leute, ganz kurz mal bitte, Aktion oder Asian, ja, ganz kurz. Weil die Leute ja sehr gerne immer sagen, die Bibel, ich muss jetzt erstmal hier gucken, Allahs Hand in Ketten. Okay, ich glaube, das ist hier. Okay, ich zeige euch jetzt mal was und dann bin ich mal gespannt, ob unsere Muslime immer noch sagen, dass die Bibel verfälscht ist. Ne? Ich zeige es euch aus dem Koran. Jetzt bin ich mal gespannt. Ne? Sure 5, Vers. Ich bin echt mal gespannt, was die jetzt sagen. Das kann keiner verteidigen mehr. Ne? So. Das ist jetzt ein kompletter Knockout. Das wirst du jetzt sehen, Bruder Herz. Kompletter Knockout. Was so, willst du jetzt anmachen? Ja, wir lesen jetzt mal was vor und du erklärst uns das auch mal. Bist du Moslem oder Christ? Moslem. Du bist Moslem. Oh, man. Gottes Segen. Ne? Gut, dann machen wir das so. Ich drehe jetzt meine Kamera. So. Aber ey, Sure 5, Vers 66. Wenn sie nur die Tora und das Evangelium... Halt. Ich habe was vergessen, noch mitzulesen. Und die Juden sagen, Allahs Hand ist gefesselt. Ja, das Thema hatten wir ja schon gestern gehabt, dass Allah Hände hat und dass er sie weit ausstreckt. Ja, da hatte auch der eine, auch Imam oder der Scheich, hat bewiesen, dass Allah Hände hat, ja, zwei rechte Hände sogar, ja. Aber da kommen wir jetzt, das Thema ist ja schon vorbei, ne? Das hatten wir ja gestern gehabt. So, wenn sie nur die Tora und das Evangelium, und wir wissen, das Evangelium ist ja das Evangelium von Jesus Christus, ja, das, was Jesus Christus uns gepredigt hat, das, was Jesus Christus uns gezeigt hat, ja, also generell, wir reden hier von der Bibel. Wenn sie nur die Tora und das Evangelium und das befolgten, was zu ihnen als Offenbarung von ihren Herren herabgesandt wurde, würden sie fürwahr von den guten Dingen über ihnen und unter ihren Füßen essen. Ich frage mich eigentlich immer wieder, ja, nirgendwo im Koran
finden wir eine Stelle, wo die Tora oder das Evangelium verfälscht ist. So, mich interessiert es eigentlich immer wieder, woher kommt das Wort, die Bibel sei verfälscht? Die Bibel wurde umgeschrieben 7-mal, ja, aber das Wort Gottes steht immer noch in der Bibel drin. Es gibt andere Erklärungen, richtig, aber das Wort Gottes ist immer gleich geblieben. So, ich will Muslime haben, die mir ein Vers bringen, dass die Tora und das Evangelium verfälscht ist. Im Koran werdet ihr niemals finden. Weil wenn es sowas gibt, dann würde es diesen Text hier komplett widersprechen. Das ist Fakt. Es gibt keine Verfälschung in der Bibel. Euer Allah lehrt euch selber, an die Tora und an das Evangelium zu glauben. Also was stimmt mit euch nicht? Von wo nehmt ihr euch überhaupt das Wort, das ihr sagt, dass angeblich das Evangelium verfälscht ist? Steht nirgendwo drin. Zeigt uns aber mal ein Vers. Das nicht draufschreiben, ne? Was? Nochmal? Weil Allah das so, den Koran halt so herabgesandt hat, aber wollte das ja nicht draufschreiben lassen, so. Ja, nee, wie wollte er es nicht draufschreiben? Ist Allah ein Jahil oder ist Allah ein Allwissender? Allah ist doch Allwissend, also kann er doch nicht sagen, ich schreibe das hin, oh, weißt du was? Nee, in Wirklichkeit ist verfälscht. Hä, was ist das für eine Aussage? Also Allah sagt hier, glaub an das Evangelium. Und dann sagt er aber hinterher nein, so, na, ich wollte es aber nicht verraten. Na, ich wollte es nicht verraten, aber ich schreibe es trotzdem mal hier rein. Was ist denn das für ein Allah? Aber also steht, entweder steht Allah... Evangelium, folgen. Genau, und weißt du, was das Evangelium ist? Ist zu laut, ja. Okay, 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 mein Lieber. Also, eine Antwort, eine wirklich ernste Antwort. Evangelium, Torah... Was jetzt? Was jetzt? Jetzt haben wir hier ein Problem. Allah sagt, glaubt an die Tora und das Evangelium. Also, Muslime, was ist mit euch jetzt? Wo sagt er, dass man daran glauben soll? Wenn ihr dieses Wort befolgen würdet, dann würdet hier, ganz normal, ich erkläre es dir nochmal, wenn sie nur die Tora und das Evangelium und das befolgten, hier spricht Allah, wenn sie nur die Tora und das Evangelium und das befolgen, was ihnen als Offenbarung von ihren Herrn herabgesandt wurde, würden sie fürwahr von den guten Dingen über ihnen und unter ihren Füßen essen. Also entweder ihr seid wirklich schwer vom Begriff oder entweder ihr habt einen Geist, der das hier nicht aufnehmen kann, der das nicht versteht. Oder ihr habt einen bösen Geist, der das in 100 Jahren, dass ihr das hier nicht seht. Ihr liest alles, aber ihr wollt es ums Verrecken nicht verstehen. Oder ihr verarscht euch selber. Das ist, was ich eher denke. Ihr verarscht euch selber. Aber euer Allah sagt, hier, würdet ihr das Wort vom Evangelium befolgen und die Tora, ihr werdet von guten Dingen belohnt. Wo ist das Problem? Warum versteht ihr diesen Text nicht? Oder von welcher Seite hast du das gefunden? Wo steht hier im Koran, dass das Evangelium und die Tora verfälscht ist? Wo steht das? Zeigt es mir. Ich schlag sogar auf. Das ist erstes von einer Internetseite, ja, ne? Das ist Koran. Nimm dein Koran und schlag das auf, Mann. Komm nicht mit Internet. Nimm dein Koran. Und schlag Sure 5, Vers 66 auf. Komm, wir machen das zusammen. Nimm dein Koran. Das wird da nicht draufschreiben, das wird da nicht drinstehen. Das steht da drinnen, nimm dein Koran, komm. Alles Mögliche stehen. Ja, na klar, dann komm, du bist jetzt hier oben, dann nimm dein Koran und schlag das auf. Wir beweisen das vor 250 Leuten, dass es drinnen steht. Nein, mach mich klein. Nein, du bist jetzt hier hoch, du hast gesagt, das ist Internet, bla bla bla, steht nicht drinnen. Doch, jetzt bist du hoch, beweis es uns doch. Guck mal, warte. Bitte hör auf, Mann. Lüg dich nicht selber an. Normal diskutieren, nicht. Ja, dann schnimm mal deinen Koran. Nee, guck mal, ich hab keinen Bock aufzustehen. Also, du hast keinen Bock aufzustehen, dann verschwendest du unsere Zeit. Sorry. Nein. You're wasting our time. Hast du gemerkt, Bruder, ich bin? Hast du es gemerkt? Ja. Ich hab extra nichts gesagt, weil zu zweit auf ihn wäre jetzt too much gewesen. Du hast das schon ganz gut gemacht. Er kommt hier rein, er will diskutieren und er greift sofort an und sagt, das steht da nicht.
Ja, aber dann beweist das Gegenteil, dann mach den Koran auf oder aber mach Internet auf, ist mir auch egal. Such deine Lieblingsseite raus, mach die Stelle auf und dann zeig, dass es nicht drin steht. Ganz easy, ganz easy. Also ich gehe davon ganz stark aus, er hat keine, der schreibt Fake-Internetseite. Ja, Fake-Internetseite, weil dein Allah sagt, glaub an das Evangelium, deswegen sagst du Fake-Seite. Du kannst es nicht verkraften, dass es hier drinne steht. Du kannst es nicht verkraften. Muslime können es sowieso nicht verkraften. Das ist doch gar kein Problem. Wenn Fake, dann zeig uns doch bitte, dann schick uns jetzt in die Kommentare eine Seite, deine Lieblingsseite, der du vertraust, schick uns die und wir machen die Suche da auf. Lieben gerne. Schick mal. Ist gar kein Problem. Nein, hier, wir sehen ganz klar, hörst du mich, Bruder Herz? Ich höre dich, ja. Ja, das Problem ist, er kann das nicht verkraften, dass es hier drinnen steht. Das ist das Problem der Muslime, die können es nicht verkraften. Das ist natürlich. Flex, das ist ja eigentlich sogar noch eine schwache Stelle. Es gibt ja, ich bin jetzt leider auch unterwegs, weißt du, sonst, wir haben das ja vorgestern zusammen gemacht. Ich habe dir ganz andere Suren vorgelesen, wo es eindeutig, kannst du dich noch erinnern, vorgestern oder vor 3 Tagen, wo ich dir noch gesagt habe, mit Allahs Wort ist unveränderlich und all diese ganzen Suren. Ich glaube, ich habe das sogar irgendwo hier noch gespeichert. Hast du das super. Guck mal, diese Suren sind eindeutig. Du sollst an die Tora, an das Evangelium glauben, was vorher herabgesandt worden ist. Und Allahs Worte sind unverfälscht und sind nicht zu verfälschen. Dass Allah der Hüter der Worte ist, er selber. All das macht doch schon unmöglich, dass die Bibel verfälscht ist. Es ist doch das Wort Gottes. Verstehst du, wie ich meine? Und dann war doch einer im Stream drin, er hat gesagt, der Koran ist unverfälschbar. Und dann habe ich ihm gesagt, dann zeig uns doch mal, dass der Koran steht. Da stehen die Worte Gottes, nicht der Koran oder das Evangelium oder die Tora, sondern die Worte Allahs sind nicht zu verändern. Und er ist selber der Hüter dieser Worte. Und an 2, 3 Stellen sagt er, du musst an die Tora und das Evangelium glauben. Und es gibt auch ein Hadith, wo Mohammed auf die Tora, also bezeugt, dass die Tora echt ist und darauf schwört. Ja. Also, warum sollte er das denn tun, wenn sie verfälscht gewesen wäre? Ganz kurz, Bruder Herz, an unsere ganzen jesidische Geschwister und Brüder, wir lieben euch von ganzem Herzen, ja, weil ich sehe schon, wir haben jesidische Geschwister hier und Brüder. We love you all, wir stehen auch hinter euch, ne? Hallo, Sahla. Ah, hey. Hallo. Salam. Darf ich mal ganz kurz was sagen? Wenn du beleidigst, dann bist du gleich draußen. Nee, beleidige ich nicht. Ich wollte nur sagen, du willst hier die Wahrheit Menschen sagen oder was willst du machen? Willst du Hass zwischen andere Religionen machen? Oder was heißt dir Hass? Es gibt keinen Hass. Hass hat es noch nie bei mir gegeben. Warte, ich sag dir ein paar Sachen, aber wenn du die Wahrheit sagen willst, dann kannst du die Wahrheit erzählen aus deinen Ländern, die Leute aus deiner Religion ist, die ausbeuteln und Krieg da machen und Leute sterben. Warum erzählst du sowas nicht? Eine Frage an dich. Du bist ja jetzt in meinem Stream reingekommen. Okay? So, ja. ich frage mich eigentlich, wer bist du eigentlich, dass du bei mir im Stream reinkommst und mir sagst, über was ich reden soll und was nicht? Und das nächste ist auch ja, noch... Ja, weil du... Warte, lass mich mal reden. Ich bin noch nicht fertig. Lass mich reden. Okay. Du bewegst dich auf deutschem Boden und du kommst hier in Deutschland und willst Leuten erzählen, was sie zu tun und was sie zu machen haben. Richtig? Verstehe ich das richtig? Warte, ich bin seit 2015 beantworte erst mal meine Frage. Beantworte erstmal meine Frage. Ja, ich laufe auf diesem Boden, weißt du warum? Weil und du willst mir hier in Deutschland erzählen, über was ich reden soll und über was nicht? Das tust du ja gerade. Ja, weil du hast gesagt, letztes Mal, warte kurz, weil ich sag deine Worte. Du hast letztes Mal gesagt, ich will die Wahrheit sagen, ich habe Eier, ich habe keine Angst. Aber wenn du keine Angst hast, dann warum sagst du die Wahrheit nicht von deinem Land und wo du kommst nachher? Ich komme, guck mal,
Seit 2015 damit habe ich gemeint, damit habe ich ganz klipp und klar gemeint, ich habe Eier, darüber zu reden und mein Gesicht hier zu zeigen. Ja, guck mal, letztes Mal, ich habe von dir gehört, ja, du hast gesagt, ja, Schiiten, warte mal, Schiiten ist besser als Sunniten und keine Ahnung, so und so und so, warte mal. Jetzt sagst du, Jehuden ist besser als Sunniten oder als der andere. Ich habe nie gesagt, Jesiden sind besser als Schiiten. Du erzählst dich die Wahrheit. Warte mal, sei mal ruhig, hör auf, hier Lügen hier in den Raum zu stellen. Nein, ich lüge nicht, ich habe echt von dir gehört. Sei mal ruhig kurz, hör mir mal gut zu, hör auf, hier irgendwelche Lügen in den Raum zu stellen. Ich habe nie gesagt, Schiiten sind besser als Jesiden. Ich habe Jesiden doch, nie doch, guck mal, du hast gesagt, ruhig, eine Scheibe ruhig, kann... Du hast auch gesagt, eine Scheibe kann eine schneiden ich von... Ich unterstütze, sei mal ruhig kurz, ich unterstütze Jesiden. Okay, warum? Weil ich weiß, was mit Jesiden passiert ist. Ich unterstütze Aramäer. Sei ruhig kurz. Ich unterstütze Aramäer. Ich unterstütze jedes Land, was bedroht wird von Leuten. Ja, egal, ich will es jetzt nicht sagen. Ja, warte, aber warum ich unterstütze? Warte. Warum machst du Palästinenser nicht? Palästinenser? Ja. Hast du gerade eben gesagt, Palästinenser? Genau, warum machst du denen? Warum unterstützt du die Leute nicht? Warte mal, war es Palästin oder war es Kanan? Palästin. Palästin. Kanan oder Palästin? Was jetzt? Palästina. Denn Google mal Kanan. Flex, mein Bruder. Flex, ja, mein Bruder. Bruder, warte, ganz kurz. Ich habe eine ganz kurze Frage. Warte, ich sag das. Ich bin auf der Arbeit. Nein, warte ganz kurz. Nein, ist mir egal, du wartest jetzt auch ganz kurz. Du sagst, okay. Warum unterstützt der Palästina nicht? Darf er nicht Israel unterstützen? Darf es keine Menschen auf der Welt geben, die auch für Israel stehen? Muss alle auf der Welt von Palästina stehen? Von Hamas? Nein. Oder dürfen wir... Nein, auf Hakte stehen. Auf Hakte stehen. Auf Leute, die unterdrückt sind. Auf egal welche Religion, egal welche Farbe. Und Jesiden sind nicht unterdrückt, oder wie? Jesiden sind nicht unterdrückt. Ich sage dir, ich unterstütze auch Jesiden, egal wer ist. Der macht mich sauer gerade. Der macht mich ganz sauer gerade. Nein, du hast keine Antwort gegeben. Deswegen bist du sauer. Darf ich mal fragen, woher du kommst? Kann ich mal ganz kurz was sagen, dann mache ich meine Rede nicht mehr. Sag mal, woher du kommst, aus welchem Land kommst du? Warte, ich sag dir, guck mal, ich komme aus Afghanistan, ich bin im Krieg aufgewachsen. Okay. Warte, ganz kurz. Guck, seit 2015 bin ich hier, ich habe meine Ausbildung gemacht, ich arbeite, ich bezahle Steuer, ja. Aber ich habe eine Frage, aus Europa und Amerika, Leute, nach Afghanistan gehen. Was wollen Sie? Warte, ganz kurz. Ich sag dir, dann kannst du fragen, ja? Okay. Dann Leute kommen die von Deutschland oder von Europa, von irgendwo, ja, nach Afghanistan. Warum die sagen, musst ihr so und so machen und bringt von hier Waffen und dann zeigt unsere armen Leute, wie können mit eure Waffen Leute töten? Macht ihr das? Außer das, was wollt ihr da? Danke, dass du das gesagt hast. Was ist denn 2014 mit den Jesiden passiert? Und weißt du, wer dahinter steckt? Wer hat das gemacht? Lass mich reden. Was ist mit den Jesiden passiert? Was habt ihr mit den Jesiden gemacht? Warum redet da keiner darüber? Ja? Warum müssen wir über Palästina reden? Warum redet keiner über die Jesiden? Was mit den Jesiden passiert ist? Warum redet keiner darüber? Weg. Keiner soll über die Jesiden sprechen. Warte, warum redet ihr von der Ersten Weltkrieg nicht? Warum redet ihr nicht von Ersten Weltkrieg, Zweiten Weltkrieg? Warum redet ihr nicht von Russland nach Afghanistan gekommen? Warum redet ihr nicht von England nach Afghanistan gekommen? Afghanistan hat nie noch England Flex, gekommen. Stumm den mal, so kannst du nicht reden. Stumm den mal kurz. Guck mal. Ganz ehrlich jetzt, ne? Du redest hier wie ein Maschinengewehr. Ich weiß, die Taliban haben AK-47, aber du brauchst nicht reden wie ein Taliban jetzt hier. Also nochmal. Erstmal, wenn du anfängst mit diesen Sachen, warum sind Waffen in Afghanistan? Die Amerikaner sind den Mujahideens in den 80er Jahren zu Hilfe gekommen. Gegen die Russen. Ja? Wenn du schon Geschichte anfängst, dann fangen wir da an. Ihr habt nach Hilfe gerufen, die Amerikaner haben euch geholfen. Ihr habt dann die Amerikaner... zusammen mit einem Osama Bin Laden
habt ihr dann in den Twin Towern das gemacht, was ihr gemacht habt. Okay? Aber das ist auch von euch. Du hast jetzt die ganze Zeit geredet. Du hast die ganze Zeit geredet, jetzt rede ich und jetzt hörst du dir das auch an. Was machst du hier? Aber das ist von euch. Was machst du hier? Wieso kämpfst du nicht in deinem Land gegen die Taliban? Ah. Warum soll ich kämpfen? Ich habe keine Waffen. Ich bin nicht mehr. Warum kämpfst du nicht für dein Land? Ich bin nicht wie euch Kindertöter. Ich will nicht meine Land kaputt machen. Deine Frauen und Kinder im Stich. Deine Frauen und Kinder im Stich. Und hier bist du alleine. Nein. Aber lässt deine Leute ich habe keine Frau. Ich habe keine Frau. Deswegen. Ja, und ich will nicht aber Krieg. Keine Verwandte, ich keine Bekannte, nichts hast du da, ne? Guck mal, ich will keinen Krieg haben. Sagt ihr bitte die Wahrheit. Warum geht ihr nach Afghanistan und bringt Waffen, Flugzeuge? Warum ich habe dir doch gerade erklärt, was da passiert ist. Warum gibt es denn die Taliban? Warum? Wieso warum? Gibt es die Taliban? Warte, sind die Taliban gut? Sind die Taliban gut? Nein. Nein, okay. Taliban ist auch okay. Von Amerika, von euch. Och, okay. Taliban oh, ist mein auch Gott. Von alles klar. Ey, Flex, alles ich schwöre, seid ihr alle gleich. Du kannst sie mit dem unterhalten. Du kannst sie mit dem unterhalten. Guck mal, meine Schwester kann warum nicht laufen wegen eurer Bombe. Hör mir zu, hör mir zu. Seid ihr gar hier? Kein Mensch von meinen Augen und von meinen Gedanken. Du kannst reden, Akan. Grüß euch alle, wie geht's euch? Gut, Bruder. Gott sei Dank gut, Bruder. Gottes Segen. Hey Afghane, hör mir zu. Warum lebst du bei den Kuffar? Keine Antwort. Warum lebst du hier? Geh doch dahin zurück, wo du herkommst. Warum lebst du bei den Kuffar? Nein, ich bin, guck mal. Warum lebst du hier? Wenn alle Deutsche oder alle Europäer von meinem Land zurückkommen, dann gehe ich gerne dahin. Die sind alle raus, die sind schon raus. Die sind schon seit 2 Jahren raus. Warum lebst du hier bei den Kuffar? Wir sind doch alle Kuffar, warum lebst du hier? Ich spüre, nie Kuffar. Einer will seine Land verlassen. Warum lebst du hier? Auf dem Boden. Das ist ein Kuffarland. Du lebst mit Kuffars. Ja, weil Kuffar kommt in mein Land. Krieger, deswegen. Deine heiligen Krieger haben doch das Land übernommen. Der Islam herrscht, die Scharia herrscht, die Taliban herrschen. Ist doch alles super. Hier bist du bei den Kuffar. Deswegen habe ich gesagt, was machst du hier? Zweiter Weltkrieg. Das waren nicht mal Christen, die waren von Namen Christen, aber die haben nicht wegen Christentum aber gemacht. Aber muslimische Länder nie zum einen Land geflogen und Leute getötet. Hör mir zu. Seid ihr ganze Zeit in muslimische Länder. Warum geht ihr dahin? Warum? Hör mir zu und lern was. Hör mir zu. Ich verstehe das nicht. Hör mir zu. Diese ganzen Länder, Irak, Syrien, Iran, Türkei, Palästina, Libanon, das waren alles Christen, Jesiden und andere Völker, bevor dein Islam kam und alle abgeschlachtet hat und zum Islam rübergebracht hat. Hast du verstanden? Lern erst mal deine Geschichte, bevor du über Amerika und über den Westen redest. Warum sagt ihr nicht die Wahrheit? Lern deine Geschichte, bevor du hier hoch musst und rausschmeißen. Ich muss ihn rausschmeißen. Zeitverschwendung. Ich muss kurz was dazu sagen. Ganz ehrlich. Gerade eben hat er gesagt, nein, sowas machen wir nicht. Was ist denn 2014 mit den Jesiden passiert? Keiner redet davon. Aber alle müssen auf eurer Seite sein. Wehe, du hast diese palästinensische Flagge nicht. Du bist schon ein Verlierer. Ja, Flex, ich muss euch was sagen. Gleich kannst du reden, regt mich richtig weißt auf. Weißt du, wer den Jesiden geholfen hat in Syrien, als sie angegriffen worden sind? Kurden. Weißt du, was sehr schlimm ist an der ganzen Sache? Ja, hast du eine Israel-Flagge? Oh, du hast alle als Feind. Aber hast du eine palästinensische Flagge? Oh, auf einmal sind sie deine Brüder. Auf einmal, die lieben dich von ganzem Herzen. Hast du eine jesidische Flagge? Hey, warum feierst du Jesiden? Hä? Was ist euer verdammtes Problem, Mann? Und deswegen werde ich immer die jesidische Flagge hier bei mir haben. Jedes Mal. Ist mir egal. Ja, ist mir danke, egal. Danke, Felix. Danke, danke, Bro. Jedes Mal werde ich die jesidische Flagge hier aufhängen bei mir. Ist mir egal. Wirklich. Ist mir egal. Ja. Ich war vorhin in einem Live von Hamdi. Kennt ihr diesen Hamdi, diesen... Oh, Jesus, ja, kennt ihr. Ich war vorhin oben, ich wollte was fragen zu einer bestimmten Sure. Und dann haben die erfahren, dass ich Jeside bin. Und dann haben sie angefangen, mich zu beleidigen. Als Totenanbeter haben mich beleidigt. Normal, das ist, weil du Jeside bist. Ja, und die respektieren keine Jesiden. Genau, die respektieren. Und die waren zu fünf und haben mich beleidigt mit Joker, mit seiner Ehebraut, sag ich mal. Weil die sind ja immer so zusammen.
Ich habe natürlich zurückbeleidigt. Ich habe mir das nicht gefallen lassen. Er hat mein Engel beleidigt. Dann bin ich halt auf seinen Prophet gegangen, was mein Recht ist, weil mein Engel hat keinen geschadet. Mein Engel, Tausi Malak, hat niemanden geschadet. Sein Prophet hat Menschen ermordet. Sein Prophet hat ein Kind geheiratet. So, das ist Wahrheit. So, und jetzt fühlen die sich beleidigt, warum ich die beleidigt hätte und spielen jetzt die Opferrolle. Weißt du, was ich meine? Und das ist nicht bei denen. Normal. Immer greifen sie an, aber wenn sie merken, sie kommen nicht weiter, spielen sie die Opferrolle. Und das fuckt mich ab an denen. Das fuckt mich deswegen, Akan, schon, du bist ja schon sehr, sehr lange bei mir im Stream. Ich kenne dich ja jetzt schon mittlerweile. Und du siehst ja, ich nehme dich immer wieder hoch. Ne? Aber ganz ehrlich, diese widerlichen Menschen, die ein Problem mit Jesiden haben jedes Mal und Jesiden beleidigen. Guck mal, ich habe ein Video, ja, wo ganz speziell gewisse Pharisäer, gewisse Leute in den Kommentaren, ich habe das Video sogar hier, schwarz auf weiß bei mir, die Jesiden beleidigen und die ganzen Mütter und Väter beleidigen. Ich habe diesen Text, ey Mann, mir kommen die Tränen, wenn ich das sehe. Was die mit den Jesiden damals getan haben, ey, so eine Minderheit, was die sich da erlauben. Ja, was das die ist normal bei denen. Erlauben. Ja, und Flex, du musst und so sehen, ganz wir kurz, haben denen nie was ganz, getan. Wir ganz kurz, ich möchte wirklich eine Lanze brechen. Damals, als das in Syrien, sind die Jesiden massiv verfolgt worden in diesem Krieg, in diesem Syrienkrieg vom IS und Kurden, das kurdische Militär ist als einziger zu Hilfe gekommen und haben ein Massaker verhindert. Das muss man auch sagen. Ja, also das muss man wirklich. Die haben ein Massaker, die haben als einzige Armee sind die da reingegangen und haben die Jesiden gerettet. Und das muss man sagen, die haben wirklich ein Massaker verhindert. Das ja, ist aber man muss aber auch mal darüber reden, was momentan läuft. Das ist auch sehr wichtig. Das Volk der Jesiden ist immer noch verfolgt. Und wenn ich mir das überlege... Immer noch, dann, ganz genau. Das Volk der Jesiden braucht wirklich ganz Asyl. Genau. Und das Volk der Jesiden soll hier 32.000 Jesiden aus Deutschland sollen abgeschoben werden. Das haben die Grünen beschlossen. Das haben die Grünen in Vorlaufen gebracht. Also ich hoffe, das Volk der Jesiden, die haben alles richtig gemacht. Die sind hergekommen und haben an der Grenze ihren Pass gezeigt und haben gesagt, was sie sind und haben nach Hilfe gefragt und diese Hilfe wirklich auch gebraucht und sie brauchen sie heute noch. Und muss man sich das mal überlegen. Die werden abgeschoben und die Leute, die hierher kommen, an den Grenzen die Pässe weggeschmissen haben, schwere Straftaten begehen, die dürfen bleiben. Das Volk der Jesiden ist sogar eine Bereicherung für Deutschland. Ganz viele, eigentlich der größte Teil, ist am Arbeiten, hat sich wirklich fortgebildet, stellen eine starke Stütze auch für die Gesellschaft da. Das muss man sich mal überlegen. Und dann sollen die da wieder abgeschoben werden und leben da in Zeltstädten. Das muss man sich mal ausdenken, Alter. Und wenn man sich das überlegt, was mit denen gemacht wurde, es ist an Widerwärtigkeit nicht zu übertreiben, Alter. Ja. Ohne Scheiß. Ja, also ich muss noch mal verstehen, dass man da sauer wird. Und wenn man so einen Akrobaten von eben, der da eben oben war, hört, ganz ehrlich, da frage ich mich, was bei denen in der Birne nicht richtig läuft. Ja. Alleine ganz kurz, Roy, ganz kurz. Flex, ich muss raus. Flex, ich muss raus. Ich würde mich eben verabschieden. Gottes Segen an alle und alles später. Gute, und, Bruder Herz. Alles Gute. Dankeschön. Alles Gute, Bruder Herz. Ciao, ciao, Jungs. Wir müssen jetzt festhalten, unsere Schwester Yeshua Child, bin Jesiden, hab erkannt, Jesus Christus ist Gott. Schwesterherz, ich küsse doch deine Herzen. Ich küsse doch deine Familie. Ich küsse deine Vorfahren, wirklich. Ich küsse doch dein Herz, wirklich. Ich küsse dein Herz, wirklich. Und dieser Joker-Typ hier mal, ganz ehrlich, Alter, das ist sowieso so ein falscher Fuffi. Der hat nämlich ein ganz arges Problem und ich schwöre dir, Alter, ich schwöre es dir, der liebt Männer zu 100%. Und zu 100% hat er da ein arges Problem mit. Und damit das nicht da so erkannt wird, wettet er nach außen. Ganz ehrlich, der Typ ist nicht ganz dicht in der Birne. Joker. Absolut. Ja, genau so ist es, Roy. Aber ich muss eine Sache muss ich noch mal kurz erwähnen. Ich hoffe wirklich von ganzem Herzen, dass unser wahrhaftiger, lebendige Gott die Jesiden in Schutz nimmt und sie bewahrt und sie an einem sicheren Ort bringt.
und dass unsere jesidischen Brüder und Geschwister, dass sie weiterhin leben können im Namen Gottes, ja. Ich hoffe, soll ich mal was sagen? Soll ich mal was sagen? Ja. Das Schlimme an der ganzen Sache ist, dass, wenn man sich das mal irdisch anschaut, ist es so, dass die AfD die einzige Partei ist, die sich für das Volk der Jesiden einsetzt. Weißt du das eigentlich? Wusstest du das? Martin Reichert zum Beispiel, der hat eine jesidische Frau. Die Jesiden haben vor kurzem, vor dem Bundestag, sind die da an den Hungerstreik gegangen, gegen diese Entscheidung. Kein Schwein hat berichtet. Keiner hat berichtet. Weißt? So gut wie niemand hat überhaupt darüber gesprochen. Die haben dann eine Arschkälte gelegen, Alter, in Zelten. Und keiner hat es überhaupt mitgekriegt. Und weißt du was? Die einzige Partei, die sich da zu den Jesiden hinbewegt hat, um danach zu fragen, was da los ist, das war die AfD. Mhm. Das muss man sich mal überlegen. Und das dann stimmt. Wird die AfD als rechtsradikal und weiß ich was nicht alles betitelt. Genau. Roy, ich wollte dir sagen, ich kenne dich auch schon ein bisschen länger. Respekt für deinen Mut und für deine Aufklärungsarbeit. Solche brauchen wir wie dich in Deutschland. Du, ganz ehrlich, jeder Klardenkende hier in Deutschland brauchen wir. Jeden Einzelnen. Weil für mich sieht es da so aus. Jeder, der hier in Deutschland lebt, der sich an die deutschen Gepflogenheiten hält, ob mit oder ohne Migrationshintergrund, das ist mir am Ende rotzegal. Wir sollten alle zusammen für das Richtige stehen. Und das ist eben der springende Punkt. Für mich ist Flex ein Bruder, wie du für mich ein Bruder bist. Und das ist das, was am Ende zählt. Und dieser Zusammenhalt, das ist das Eigentliche. Das muss man sich mal überlegen. Und wir haben eins auf jeden Fall auch kapiert, und das hier in Deutschland. Wir trennen Staat von Religion. Das kriegen diese ach so friedliebenden Moslems, wie sie sich da immer hinstellen, kriegen das nicht auf die Kette. Und das ist für mich ein arges Problem. Genau. Ja. Flex, ich wollte das nochmal loswerden. Ich muss jetzt auch leider raus, aber wir hören uns vielleicht heute Abend nochmal, gell? Ich komm. Übrigens, hallo? Leute, ich bin heute nochmal um 0 Uhr auch nochmal live, ne, falls ich nicht einschlafe. Schönen Abend. Ja, Alice Löwe. Ja. Ich hoffe, es geht euch gut. Uns geht's hervorragend. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Mir geht's wunderbar. Also ich wollte nur sagen, Krieg ist für gar keinen gut. Weder für Moslems, noch für Jesiden, noch für Christen, noch für irgendwas. Die Einzigen, die darunter leiden, sind die Menschen. Die Einzigen, die davon einen Vorteil haben, sind die nach Geld, nach was ganz anderes. Dann erklär mir bitte den kleinen und den großen Dschihad. Guck mal, Dschihad erstmal muss jeder für sich selber in sich selber arbeiten, ja? Das Dschihad heißt nicht Krieg gehen oder was. Jeder Mensch kämpft mit seinen. Aziz, ja. Ich hätte eine Frage. Würdest du Israel unterstützen, ja oder nein? Nein, würde ich nicht. Warum Alter, denn so ein Heuchler, ich hab's genau gewusst, Alter. Ich sag dir auch warum. Ich sag das. Deutschland hat ein Massaker mit denen gemacht, ja? Die sind nach Palästina gegangen. Die wurden herzlich aufgenommen. Wenn du jetzt Palästina anguckst. Alter, ich kann mir diese Scheiße nicht mehr anhören, Jahren, Alter, so war vor 60 Stille. Jahren. Warte war mal, vor 60 mal. Jahren kein Ruin. Das war kein Ruin vor 60 Jahren. Ja? Das war festgehalten. Du bist einfach nur ein Heuchler. Du kommst hier mit einer Aussage in den Raum. Wir sollten alle uns lieben. Ja, Krieg ist immer so. Scheiße. Wir sollten friedlich zusammenleben. Dann stellt man dir die Frage, würdest du für Israel stehen? Und du sagst nein, kommst gleich mit der Begründung um die Ecke, nee, die an Widerwärtigkeit nicht zu übertreiben ist. Ohne Scheiß, Alter. Mach mal deine Augen auf. Guck nicht so viel Medien. Ganz ehrlich, du solltest deine Augen mal lieber aufmachen. Mal klar denken, durchs Leben gehen. Du hast zu viel Fernsehen geguckt. Hör mir zu. Ja, warte mal. Für mich ist es so, ich möchte keinen Krieg in dieser Welt, für gar keinen. Ja? Aber genau, Alter. Deswegen gibt es auch den kleinen und den großen Dschihad, weil ihr ja da überhaupt total die Friedlichen seid. Das ist ja das totale Ding. Lies mal deine Bibel. Und dann kannst du. Alter, ohne Scheiß. Du kleine Gehirnakrobat. Das kann man sich nicht ausdenken. Da würde ich gerne mal einhaken. Wie du beleidigst. Er hat gesagt, lies mal die Bibel. Was möchtest du wegen Krieg und der Bibel sagen? Wir machen jetzt mal eine kleine Sendepause. Mats darf reden. Jetzt haben wir eine kleine Sendepause. Und Leute, bitte alle mal stark liken, bitte.
ne, alle mal eskalieren, klickt euch mal tot, jetzt mal, sorry. Kein Thema. Er hat gerade gesagt, lies mal die Bibel, wenn es um Krieg geht. Wir sind die Christen, für uns ist das autoritäre Wort Gottes, das für uns gültig ist, das Neue Testament. Ich möchte dann, dass der Freund gerade, der gesagt hat, lies mal die Bibel wegen Krieg, möchte ich mal bitte, dass er mir zeigt, wo wir Christen einen Auftrag haben, gegen Ungläubige zu kämpfen. Einfach richtig. Nur mal die Verse zeigen. Ich würde mal sagen, drei müssten reichen. Zeigt mir einfach mal drei Verse im Kontext, wo wir aufgefordert sind, gegen die Ungläubigen zu kämpfen. Ich warte. Ganz kurz, Matt. Die Leute schreiben gerade, hi, was ist mit Armenien? Ich liebe Armenien. Unsere armenischen Brüder und Geschwister, I love you. Deswegen habe ich da Armenien hier oben stehen. Genauso wie Aramäisch. Wir lieben unsere aramäischen Brüder und Geschwister. Und unsere jesidischen Brüder und Geschwister. Deswegen habe ich das, Leute. Also nicht wundern, wenn... Also wie gesagt, da ist auch ein Herzchen. Ne? Vergiss das bitte nicht, Leute. So, jetzt. Genau, sorry, soll mal drei Passagen oder Verse bringen, die für uns auch gültig sind. Ne? Ich warte. Okay, also Aziz, ich hole dich jetzt hoch. Wir machen jetzt erstmal abschließen. Dann lassen wir Roy kurz reden. Und dann, genau. Ganz ehrlich, ich glaube, ich habe alles, was ich dazu sagen hatte, eben schon gesagt. Und so eine Leute, die gehen mir einfach nur noch auf den Piss. Eine Doppelmoral, die sie da an den Tag legen. Irgendeinen Scheiß predigen wollen und komplett anders dagegen handeln. Wenn man sich das mal überlegt, Alter, kommt hier rein, oh, ich bin für Frieden, ich bin für Frieden. Bist du für Israel? Nein, nein, auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Guck mal, was die gemacht haben, oh Gott. Alter, und mal ganz ehrlich, wenn ich mir das überlege, Alter, die Moslems mit dieser Doppelmoral, die sie da so durchs Leben marschieren, wenn ich das immer höre, und der Zweite Weltkrieg, Mann, Alter, ihr wart, der ist geflüchtet. Ja, ganz ehrlich, ist, glaube ich, auch besser für ihn. Mein Gott, ja. Wenn ich mir das überlege, Alter, du musst dir mal überlegen, die kommt tatsächlich mit dem Zweiten Weltkrieg um die Ecke und vergessen den Nazi-Islam-Pakt, wo 30.000 da bei der SS stationiert waren und die da mit am Morden beteiligt waren. Das muss man sich mal ausdenken, Alter. So viel Scheiße, die sagen. Nee, ohne Mist. Und jetzt kommt ein Gehirnakrobat. Ich glaube es nicht. Du kannst doch nicht den Ukrainer reinholen, wenn es um Wissen geht. Absolut. Oh ich Gott. Naja. Also ganz ehrlich, Flex, den packe ich nicht. Da würde ich sagen, in den letzten paar Sekunden, lieber, du sag mal, Flex, was ganz anderes. Sag mal, machst du Sport beruflich? Was heißt Sport beruflich? Also ich habe es im Profibereich gemacht, ja, tatsächlich. Aber ich fange jetzt wieder an. Also ich hatte ja jetzt 3-4 Jahre Wettkampfpause und fange jetzt dann wieder an. Also Ende vom Monat jetzt. Dann mache ich eine Vorbereitung für nächstes Jahr, da geht's wieder auf die Bühne. Also ich peile das wieder an, Profi zu werden in dem Bereich. Ja, mach, Alter, Substanz ist doch da. Wie viel Kilo hast du, sag mal? Jetzt momentan bin ich so zwischen 92, 93. Off-Season meistens immer so zwischen 105 und 107. So, Basim, was können wir denn für dich tun, mein Lieber? Hallo, Bruder, wie geht's dir? Ich bin ein muslimer Mann. Okay, ist ja kein Problem, ist ja okay. Ja. Okay, und eine Frage für dich bitte. Welches Land kommst du? Bist du aus Afrika, oder? Ich komme aus Ghana, United States of Africa, genau. Aus Ghana, die zu viel aus Ghana ist muslimische Leute. Bist du hier Christentum oder warst du Christentum in deiner Heimat? Ghana 80% Christen, 20% Moslems. Na, ich meine jetzt, bist du Christentum oder Muslim oder hast du deine Christ. Religion? Ich bin Christ, ich bin ein Kuffar. Bist du Christ? Ich bin ein Kuffar. Okay, passt. Ja, nein, ich meine nicht, dass du Kaffer bist oder nicht. Ich bin ein Käfer, ich bin ein Kuffar, ich bin Christ. Na, Bruder, ich hab die nicht so gesagt. Okay. Aber ich frag dich jetzt, hast du Bibel gelesen, Bruder, wenn du Christentum bist? Ja, warum? Um was geht's denn? Hast du gelesen? Sei ehrlich, bitte. Ich möchte dich fragen. Ich bin dabei, tatsächlich. Ich bin jetzt nicht der Allwissende, aber ich bin dabei, klar. Okay, was hat Jesus gesagt in der Bibel? Wenn du eine biblische Frage hast, dann stell sie. In die Bibel?
was hat Jesus gesagt in der Bibel? Ja, Jesus hat gesagt in der Bibel, hey Leute, mach Kontrolle auf die Bücher, oder? Ja. Und du glaubst an Jesus. Jesus ist bei dir. Jesus bei dir ist Gott oder Sohn von Gott. Hä? Also du redest von der Trinität. Okay. Er redet von der Trinität. Okay, ist kein Problem. Hallo. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Wir reden. Hallo Leute, erstmal. Ja, die Leute verstehen sowieso nichts, was die da reden. Ich sage euch mal was. Ja, also apropos Religion. Ob das jetzt Koran ist, Bibel oder irgendeine Tora oder sonst was, ja? Nehmt einfach noch den Herr der Ringe Buch dazu und Harry Potter und dann habt ihr alle Märchen und Zauberbücher auf der Welt. Ja, und dann könnt ihr dann das glauben. Weißt du, Kinder glauben an Weihnachten, bis sie 8 Jahre sind und dann immer. Was sind denn deine Intentionen jetzt hier? Du bist jetzt hochgekommen, um was geht's denn? Einfach mal, dass ihr mal aufhört, euch zu streiten wegen scheiß Religion, sag ich einfach mal. Okay, der ist draußen. Max, du kannst reden. Danke, dass du da warst. Ja, ich hätte gerne mit dem einen muslimischen Freund gesprochen, der angefangen hat, irgendwie über die Bibel was zu sagen. Aber der war dann ja, der hat ja so lange Anlauf gebraucht, dass ich gar nicht weiß, was er sagen wollte. Ich meine, ich hätte so eine 3-Jahr-Liste machen können. Wo sagt Jesus, ich bin Gott? Wo sagt Jesus, betet mich an? Und noch irgend sowas. Aber er kam dann ja nicht mehr dazu. Nee, der ist geflüchtet. Der hast du ja gesehen. Der ist ja direkt abgehauen. Nee, der ist doch noch. Ist der direkt abgehauen? Ich dachte, der ist direkt abgehauen. Der ist geflüchtet. Alles klar. Oder meinst du gerade den Atheisten? Softbabe, du kannst auch hochkommen. Ja, weil der Typ gerade, ne, ich finde das so interessant, wenn die kommen und sagen, ah, die Bibel und Religion, alles Märchen, ne? Und ich muss mal vergleichen und muss hingehen und sagen, du glaubst, dass aus nichts etwas entstanden ist von alleine, dass aus Unleben Leben entsteht und dann, dass aus dem ganzen Zeug komplexe Wesen entstehen, den Glauben wiederum habe ich nicht. Und ich finde, Mann, der kommt nur hoch, weil, deswegen habe ich das ja vorhin gesagt. Ja, aber der ist einfach nur spottdoof. Der sagt sowas, weil er von nichts eine Ahnung hat. Der weiß noch nicht mal um seine eigene Identität. Das ist ein Trans-Ukrainer, Jordanier und weiß ich, was da nicht alles drin ist. Also mal ganz ehrlich, der weiß selber gar nicht, was er da sabbelt. Der kommt einfach nur hoch, um irgendwo Aufmerksamkeit zu regenerieren, weil seine eigenen Lives nicht laufen, weißt du? Hallo Flex, gute Segen, Bruder. Was war los mit diesen 2 Minuten und so? Ja, Grigoras, wir hören dir gut zu. Nee, ich meine, was war los mit diesen 2 Minuten, 1,5 oder was weiß ich? Ich mache das mit Absicht, wenn ich merke, die Leute reden nur rein, dann drücke ich immer auf Show, damit die Leute nicht mehr da reinreden können. Ah, okay. Genau. Aber hey, Grigoras, was bist du nochmal? Bist du Christ oder bist du Moslem? Ich bin orthodox. Ah, okay, du bist ein Orthodox. Ich wollte sagen, der Angelo Yeshua, kennst du ihn bestimmt von TikTok? Angelo, wer? Angelo Yeshua. Ja, das ist ein Glaubensbruder von uns, ja genau. Ja, genau. Der ist gerade online, live auf einem Weihnachtsmarkt. Der macht das, der kann nicht antworten, weil er bedient dort, also die Leute. Der macht das freiwillig. Das ist so schön, das sollen wir wirklich Beispiel nehmen. Ich sage nicht, dass es schlecht ist, immer schon über Glaube zu reden und so, aber dieser Mann gerade anzugucken, dort live ist so, also ich weiß nicht wirklich, wie er die Leute bedient und die anspricht und von welchem Land, von welcher Kultur und so kommst du und also wirklich, der Angelo wirklich ist richtig ein Bruder, also wirklich. Ja, danke. Ja, ansonsten vielen Dank, dass du da warst und danke für die Info. Ich werde den Bruder dann auch schreiben und genau, Grigoras. Dankeschön, ne, dass du da warst. Danke auch. Ich frage, was ist los mit dieser TikTok? Also man kann nicht mehr schreiben Sachen. Also, doch, man kann schreiben. Man kann ganz normal schreiben. Ja, guck mal, ich sag dir etwas. Auf Rumänisch das Wort C-U-M, cum, das heißt wie, also cum pe duci, wie geht's dir, zum Beispiel, wie geht's dir?
und du schreibst komm und TikTok interpretiert das auf rumänische Live, als dieses Wort kam. Du weißt, was ich meine auf Englisch, kam. Aha. Ja. Hey Mann, du kannst nicht mehr richtig schreiben etwas. Das war's wirklich. Das TikTok filtert viele Sachen, ja, das stimmt. Ja, nein, das ist nicht unbedingt TikTok. Das kann durch deine Moderatoren passieren. Ja, genau. Zum Beispiel deine Moderatoren irgendetwas stummen und sie nicht darauf achten, wenn da nämlich nachgefragt wird, soll dieses Wort gestummt werden, dann ist alles, was mit diesem Wort behaftet wird, jeglicher Satz geht denn da nicht durch. Du musst deine Wortliste, die musst du aufräumen in regelmäßigen Abständen. Aber wo findet man diese Wortliste? Die findest irgendwo du unter Einstellung. Aber Gregoras, ja. Schau einfach in der Einstellung, weil wir machen jetzt kurz weiter mit der Fragerunde hier. Ja, und kein Problem, danke, kein dass du da warst. Ne? Danke auch, Mann. Gottes Segen. Guten Abend. Darf ich nur was kurz sagen zu dieser ganzen Glaubensgeschichte? Wer redet da gerade? Omega, hi. Okay, was für eine Konfession bist du? Ich bin Christ, aber ich bin jetzt nicht ein radikaler Vertreter, um Gottes Willen. Okay. Ja, ich bin radikal. Ich bekenne mich dazu. Also beide Religionen, ob du jetzt den Islam nimmst oder das Christentum, beide Bücher beschäftigen sich, also Hauptkapitel, die Endzeit. Und wenn du gerade diese Endzeit, ob du die Johannes-Offenbarung nimmst oder den Islam, dann erkennst du, dass diese beiden Religionen sich total unterscheiden. Es kommt zwar Issa vor, Jesus im Koran, wenn der Mahdi kommt, der Imam Mahdi, dann die Weltregierung übernimmt und den Koran verbreitet, dann wird Jesus in deren Religion auf die Erde kommen und wird alle Christen dazu bringen, Muslime zu werden. Und erst dann wird er sterben. Und dann kommt ich kann das nicht aussprechen, Dayal oder so schreibt man das. Er wird der jeweilige sein, der sich dann als wahrer Gott, Sohn Gottes ausgibt. Und dieser Imam Mahdi wird auf dem weißen Pferd kommen, mit schwarzen Fahnen etc. Und in der Johannes-Offenbarung... Eine Frage, Omega. In die Bibel, da steht, Jesus hat zu den Leuten gekommen, die wegen die Juden-Leute. Ganz kurz, hört ihr mich, Leute? Die Leute oder andere Nationalität. Ja, wir hören dich, Flex, du musst aber dein Wort nehmen. Das ist vollkommener Blödsinn. Okay, ich habe den jetzt kurz runtergesetzt, weil ich mag es nicht, wenn ich rede und dann redet man mir immer rein und ich, ja, das ist sehr anstrengend. Omega, glaubst du an diesen Imam Mahdi oder wie? Nein, ich glaube nicht daran. Aber ich bin jetzt mal wirklich neutral. Genau das, was im Koran beschrieben wird, wird in der Johannes-Offenbarung, in der Bibel beschrieben, als genau der Antichrist, der kommen wird. Auf dem weißen Pferd. Das ist genau der Antichrist, die falsche Religion. So wurde sie vor dem Koran beschrieben. Dass noch mal jemand kommt, der sagt, er ist Sohn Gottes und sich als falscher Prophet ausgeben wird. Und das ist im Koran in der Endzeit. Es geht ja immer um die Endzeit in beiden Büchern. Und da steht genau beschrieben Mahdi, dass noch mal Issa, der Jesus kommen wird, der alle Christen, er wird das dann gerade stellen, dass er gelogen hat und wird alle Christen. Das Gute an der ganzen Sache ist, dass die Bibel wirklich sehr, sehr direkt diese Sachen anspricht. Ich finde das sehr krass. Ja, und jetzt gibt es mittlerweile auch Wissenschaft, ist ja auch egal, wir wollen nicht zu tief reingehen, sonst wird das zu lang. Nee, aber du kannst gehen. Aber genau das, ja, ich bin jetzt kein religiöser Fatinist, also ich beschäftige mich jetzt nicht bis ins Detail und ich kann ja auch nicht alle Bibelverse oder Suchen vorlesen, aber ich weiß immer ungefähr, wo man nachschlagen kann. Das Internet gibt hier ja alles mittlerweile. Genau. Und wenn man dann das mal sachlich betrachtet, stehen die total im Kontext. Ich habe mich letztens damit beschäftigt, nicht mit Glaubensfrage, sondern einfach mal, weil immer diese, ja, wir sind so böse, die Deutschen und die Christen und bla bla bla. Ja, es sind immer die Deutschen, immer. Ja. Und dann hab ich mich mal einfach mit historischen Fakten beschäftigt, was ist im Islam passiert ist. Und habe ich gesehen, dass die Kreuzzüge kommen dann immer, ja, geschichtlich belegt sind es an die 57 oder 59 Kreuzzüge.
Kampffeldzüge. Der Dschihad ist weit über 400 Kampffeldzüge. Und es sind ist egal welcher Glaube, aber im Namen eines Glaubens sind 270 Millionen Menschen gestorben. Die ganze Seidenstraße. Den zeitlichen Ursprung musst du aber auch noch sehen, wenn du das so willst. Die Kreuzzüge, die sind erst 500 Jahre später gekommen. Das ist auch immer ganz wichtig zu erwähnen. Ja. Und das ist ja auch schon so ein Widerspruch in sich. Ja. Die Kreuzzüge, ich fand die Kreuzzüge sogar ganz ehrlich richtig gut. Warum? Weil das dient zur Verteidigung. Und dann kommen aber diese Pharisäer und sagen, ja, aber bei euch gab es Kreuzzüge. Ja, wir müssen uns verteidigen, ist doch logisch. Ja, nur ich bin jetzt auch gleich raus. Nur was gerade gefährlich ist, der Hotspot auf dieser Erde ist da ganz unten der Nahostkonflikt. Und davor habe ich ein bisschen Schiss, was da passieren wird. Weil du siehst es ja immer, der Islam predigt ja immer als gute Religion und als auf Augenhöhe. Nein. Der Islam stellt sich über alle Religionen. In deren Schriften ist es die einzige wahre Religion. Ja. Und du wirst akzeptiert. Aber komischerweise haben sie eine Überlieferungs-, also generell steht auch drin, dass sie an die Tora und an das Evangelium glauben sollen. Nichtsdestotrotz, egal ob du denen das im Koran zeigst, die leugnen es immer noch, weil die Wahrheit einfach nur weh tut. Ja, das tut weh, die wollen es nicht, die sagen, ah nee, ist falsch, ist nicht die richtige Quelle. Also die belügen sich nur noch da, wo es geht. Also es ist Katastrophe. Denen kannst du sagen, hey, spring nicht da, die springen trotzdem. So schlimm sind die. Ein Kollege von mir kommt aus Nigeria. Deren Vater hat mir erzählt, was dort Boko Haram macht. Das ist grauenhaft. Ich weiß, ich kenne Boko Haram. Ja, die töten, die fahren durch die Dörfer und schlachten Frauen und Kinder. Ich weiß. Boko Haram, ja. Tatsächlich, ja. So wie der Islam sich ja verbreitet hat. Der Islam hat sich ja mit dem Schwert verbreitet. Ganz einfach. Ne? Da haben wir einen. Genau so ist es. Er war auch oft geschichtlich der Aggressor. Es waren wenig Verteidigungskriege. Flex, du musst aber trotzdem, auch wenn es richtig ist, was gesagt wird, die Ausdrucksweise muss ein bisschen beachtet werden. Du bist leise. Flex, du hast dich nebenbei gestummt. Ja, alles gut, hört ihr mich? Ja, jetzt hören wir dich wieder. Super. Jetzt bin ich wieder zurück. Genau. Nee, die Kreuzzüge waren schon richtig. Ansonsten wäre es komplett von Pharisäern umgeben. Ne? Deswegen ist es okay so. Ja, ich bin jetzt auch raus. Ich wollte nur noch mal zum Abschluss sagen, es ist egal, welche Hautfarbe, welche Religion du hast und woher du kommst. Man sollte einfach nur unterscheiden, bist du ein Arschloch oder bist du kein Arschloch. Ja. Wollte bitte nicht benutzen. Aber ich möchte dazu noch was sagen. Also für mich ist der Islam ein Arschloch, nicht der Moslem. Leute, das ist nicht so sinnvoll, dieses Wort zu benutzen. Ja, finde ich auch. Finde ich auch nicht so cool, aber ja. Flexer, ich habe mal eine Frage. Ja, Schwester. Was ich komisch fand vorhin, als sie über den Erzengel Gabriel im Islam gesprochen haben. Das war, ich wollte nur sagen, ich lebe in Somalia und ich finde die Scharia klasse. Ciao. So ein Spinner, Alter. ich fand das komisch, dass er anscheinend irgendwo in einer Höhle sozusagen gewesen ist. Wie kann es sein, dass er in einer Höhle war und nicht im Licht? Weil letztendlich alles, was von Gott kommt, kommt eigentlich aus dem Licht. Dankeschön. Sehr gut Argument, sehr gut gesagt. Alles, was von Gott kommt, hat immer was mit dem Licht zu tun. Ist immer schön. Voller Liebe. Ja, aber komischerweise war dieser Engel in der Höhle drinnen. In der Dunkelheit vor allem. Und drückt ihn in der Dunkelheit vor allem. Daran erkennen wir, dass dieser Engel keine Gemeinsamkeit hat mit Gott. Softbay, du hast es wirklich auf den Punkt gebracht. Das ist echt krass, dass du so weit denkst. Ich finde das gut. Ich habe mir das jetzt nochmal durchgelesen, auch was mit dem Erzengel Gabriel gewesen ist und war halt deswegen auch irritiert. Ja. Wie die das meinten, dass er in der Höhle gewesen ist. Und das hat auch gar keinen Sinn irgendwie. Also es macht keinen Sinn, weil letztendlich Gabriel kam zu Daniel, wenn ich mich irre.
Und das Lustige ja an der ganzen Geschichte ist ja auch. Hier schreibt eine, das ist der Untertageengel. Ich hatte mir auch mal ich muss das dir mal weiterleiten. Ich habe mir so ein Video angeschaut, wo es um Albert Einstein ging. Und da hatte Albert Einstein nämlich erklärt, dass Gott. Nein. Ich muss mir das nochmal anschauen und dann schicke ich dir das mal. Ich will es nicht falsch sagen, aber da ging es halt darum, dass Gott halt gut ist und nicht schlecht. Und dass Gott die Dunkelheit gar nicht gebracht hat, sondern die Dunkelheit einfach das Ergebnis sozusagen der Helligkeit ist, die nicht da ist. Also die sozusagen. Die Dunkelheit ist die Abstinenz des Lichts. Genau. Ohne Dunkelheit kein Licht und ohne Licht keine Dunkelheit. Nee, eben nicht. Nein. Die Dunkelheit hat keine eigene Existenz. Die Dunkelheit ist einfach nur die Abstinenz des Lichtes. Also dadurch, dass es kein Licht gibt, gibt es diese Dunkelheit. Und ja. Also ich schicke dir das Video mal weiter, das musst du dir mal angucken. Wir halten uns aber an einer Sache fest, ja. Also als dieser Engel Jibril in dieser Höhle kam, ja, wirklich. Kein Licht, gar nichts, er erschien einfach nur, er drückte Mohammed und für mich hat es keine göttliche Eigenschaft, bin ich ganz ehrlich. Und wir müssen auch noch festhalten, Mohammed wusste nicht, dass er Jibril ist oder dass er, keine Ahnung, ein Engel ist, das wusste Mohammed auch nicht. Er rennt mit voller Angst, ja, mit voller Erschöpfung nach Hause. Seine Frau sagt einfach, wahrlich, du bist ein Prophet, ja, die Frau ernennt den Mann zum Propheten, das ist schon mal das eine. Und der Waraka bestätigt und sagt, dieser Engel, dieser Jibril ist ein Engel oder das, was du gesehen hast, ist ein Engel. Woher soll Waraka, der nicht dabei gewesen ist, wissen, dass das ein Engel war? Da haben wir schon mal den Fehler. Ja, die zerfleischen sich von alleine eigentlich. Der Islam nimmt sich von alleine auseinander. Das ist das Lustige an der ganzen Sache. Weißt du, was ich letztens so Flex, ich habe letztens so drüber nachgedacht, ne? Guck mal, Mohammed konnte nicht lesen und nicht schreiben. Richtig. Seine Geschichte wurde aufgeschrieben von seinen Gefährten. Und nun habe ich mich gefragt, woher will man wissen, dass es zu 100% die Geschichte Mohammeds war, wenn er das noch nicht mal gegenprüfen konnte? Die hätten ihn sonst was für einen Scheiß erzählen können. Sonst was Richtig. Für Blödsinn. Das ist irgendwie, weiß ich nicht. Weißt du, guck mal, wenn du deine Memoiren schreibst du sie oder lässt du sie von irgendjemandem schreiben, der dich von außen betrachtet? Absolut. Weißt du, was ich meine? Das Wort Mohammed ist ja das Wort des sogenannten besten Menschen aller Zeiten, was da von anderen Personen dargestellt wird. Für mich ist das ein Widerspruch sondergleichen. Wenn ich mir das überlege, ich schreibe meine Geschichte auf, dann kommt 100% was anderes dabei raus, als wenn andere, die sehr eng mit mir verbunden sind, über meine Geschichte sprechen, über meine Gedanken reden oder sonst was dergleichen. Für mich total der Widerspruch, finde ich total hirnrissig. Und wenn man dann den Aspekt nimmt, dass Mohammed nicht schreiben und nicht lesen konnte, konnte der das ja noch nicht mal gegenprüfen. Der konnte ja gar nichts. Dazu kommt ja auch noch, dass, soweit ich weiß, die Geschichte von Mohammed wurde ja erst 300 Jahre nach ihm aufgeschrieben, oder nicht? Das kann ich jetzt nicht sagen. Musste ich nochmal die Quelle schauen, weil ich möchte jetzt nicht irgendwas Falsches sagen, weil sonst wird das am Ende... Aber selbst das kannst du ja nicht gegenprüfen. Google mal der älteste Koran der Welt. Du wirst was Erschreckendes feststellen. Und da sind sich Leute wie UNICEF, sogar also Weltkulturerbe, die sich damit beschäftigen, sind da sich einig, dass dieser Koran, der da publiziert wird, gar nicht so alt ist. Ich glaube, das sind 700 Jahre oder so. Ja. Nein, jetzt mal ohne Scheißflex, das ist kein Mist. Guck dir. Nein, aber es gibt schon Manuskripte aus dem frühen Koranstadium. Nein, diese Manuskripte, die sind geschrieben auf irgendwelchen Kamelknochen und auf irgendwelchen Palmblättern, aber nicht in Gänze. Das ist es ja. Es sind da Anhaltspunkte. Aber der eigentliche Koran, der da publiziert wird, der da sich von so, wo, nach sich so viele Menschen richten,
der ist eigentlich nicht älter als 700 Jahre alt. Das ist so. Also es gibt, ich nehme einfach, den Aspekt damit rein. Nimm einfach den Aspekt mit rein, wenn es an dem ist und man gleichzeitig zu hören kriegt, der Koran ist nicht verfälscht, finde ich, leuchtet mir das höchstpersönlich nicht ein. Und wenn der Koran da in der Form so erst 700 Jahre existiert, oder weiß ich müsste jetzt lügen, ob es genau 700 Jahre waren, aber alle anderen Korans davor verbrannt sind und dass das die letzten Schriften sind, die man da so nutzen konnte, wie zum Beispiel diese Kamelknochen und diese Palmenblätter. Hey, aber ich meine, der Koran ist definitiv nicht perfekt aufbewahrt, 100% nicht. Aber einfach nur mal faktisch, es gibt keinen kompletten Koran mit allen Suren und allen Ayas aus den ersten Jahrhunderten des Islam. Es gibt dort verschiedene Manuskripte, die sind meistens geschrieben ohne die Punkte und Striche, aber es gibt diese Manuskripte. Und nach 100 Jahren gibt es einen ersten kompletten Koran, aber eben ohne diese Punkte und Striche, die sind später dazu gefügt worden. Und in diesen Manuskripten gibt es Varianten zueinander und zu dem heutigen Koran. Die sind nicht riesig, aber die gibt es. Und dann gibt es aber über 30 Lesearten, die auch wieder Varianten zueinander haben. Das heißt, ich bestätige dich, aber ein bisschen präziser. Also du kannst nicht sagen, den heutigen Koran, den gibt es erst seit 700 Jahren, das wäre verkehrt. Aber du kannst auch nicht sagen, dass der Koran, der Hafs-Koran, der mehrheitlich gelesen wird, wirklich der Koran ist, 1:1 aus der Zeit von Mohammed, weil das wird keiner je wissen können. Denn da hast du recht, Usman hat alle Manuskripte verbrannt, alle, hat die neuen verteilt. Und von den neuen haben wir keine kompletten Kopien oder keine Kopien, je nachdem, aus welcher Schule man da kommt, von den Unis. Einige behaupten, dass es dort zwei Seiten gibt in Birmingham, aber zwei Seiten, nicht mehr, die aus der Usman-Zeit stammen. Dementsprechend, wir haben keinen kompletten Koran. Aber jetzt so diese Aussage, dass der 700 Jahre alt ist, die ist dann nicht ganz so richtig. Ja, pass auf, der Punkt dabei ist aber der, ich glaube, du hängst dich da an Kleinigkeiten auf, ob das jetzt genau 700 Jahre sind, da kann man drüber diskutieren, debattieren, das ist alles richtig. Fakt ist auf jeden Fall eins, der Koran in Gänze, ob so wie er jetzt dasteht, ob er so dazu 100% das eigentliche Wort Mohammeds ist, das ist auf jeden Fall anzuzweifeln. Wenn man jetzt aber den Aufbau des Korans selber nimmt, dann ist es zum Beispiel an dem, dass ein später geschriebenes Wort, Hadith, je nachdem, das Wort, was davor geschrieben wurde, ersetzt, falls eine Unstimmigkeit eintritt. Nun nehmen wir doch mal den Fall, dass eine Unstimmigkeit da ist. Wir haben nicht zu 100% den originalen Koran. Woher will man wissen, ob das spätere Wort da nicht irgendeinen anderen Hadith aufgehoben hätte? Ich habe keine Ahnung, worüber du da redest, sorry. Also, weil die Hadithen sind ja die Aussprüche von Mohammed. Die sind, da gibt es keine Manuskripte, die... Nein, du verstehst mich nicht richtig. Pass auf, ich erkläre es dir nochmal. Okay. Nimm irgendeinen Hadith, ne, der ja, durch einen späteren Hadith ersetzt wurde. Wie kannst du mir soweit folgen? Nein. Wenn ein Hadith zum Beispiel... Ein Hadithe haben Authentizitätsgrade. Die haben den Grad, also Sahih, es gibt noch einen höheren und dann gut und dann schlecht und ganz, ganz böse. Ja, genau. Ja, richtig. Genau. So, wie ersetzt ein Hadith eine andere? Weil du hast dann doch nur unterschiedliche Authentizitätsgrade. Oder meinst du Aya? Ich mein das Wort Mohammed selbst. So. Das Wort Mohammed selbst, okay. So, nun hast du da irgendeinen Vers, den Mohammed, der niedergeschrieben wurde, und ein später geschriebener Vers ersetzt den davor geschriebenen Vers, wenn eine Unstimmigkeit da ist, zum Beispiel. Du meinst Abrogation im Koran selber?
Ja, Mann, ganz ehrlich, ich dachte, du verstehst mich so. Ich kann mich da mit dem Wort nicht. Ja, aber du benutzt Worte wie Hadith. Hadith ist nicht Koran. Du benutzt, glaube ich, einfach falsche Begriffe. Ja, habe ich doch gerade eben gesagt. Ich kann mich da mit den Wortbegrifflichkeiten nicht richtig auseinandersetzen, weil ganz ehrlich, für mich sind diese ganzen Worte da einfach nur, das gibt mir sowas schon auf den Sack, wenn ich mir das überlegen muss. Warum sagt man eigentlich Sahih? Das ist für mich ein Problem, weißt du? Das heißt wahr oder authentisch. Und dann reicht das doch, aber ist egal. Von daher sage ich ja direkt das Wort Mohammeds, wenn das dann niedergeschrieben wurde und ein anderer, ein später geschriebener Vers von Mohammed dann den eigentlichen ersetzt. Verstehst du? Sprich in der Reihenfolge. Okay, also es gibt die Lehre, dass die frühen Offenbarungen von Mohammed aus der Mekka-Zeit, aus der frühen Mekka-Zeit ersetzt werden durch die späten Offenbarungen aus der Medina-Zeit, besonders dann die Sura 9, die Kampfsura, die alle später Offenbarungen sind und dann im Endeffekt sehr viele friedfertige Koranverse von den Kriegsversen abrogiert, ersetzt werden. Meinst du das? Ich meine genau, dass das später geschriebene Wort das davor geschriebene Wort ersetzt. Ja, das ist diese Abrogation. So, aber pass auf, das ist ja nur der Eingang zu dem. Es geht jetzt darum, was ich damit sagen will. Du hast ja jetzt verstanden, was ich meine. So, jetzt geht es mir darum, dass wenn der Koran verfälscht ist, weil man nicht zu 100% sich sicher sein kann, ob er da so in Gänze niedergeschrieben ist, sagen wir mal eine Sure oder ein Vers, eine Niederschrift, je nachdem, wie du es dann auch immer betiteln willst, ersetzt die andere, aber sie ist nicht niedergeschrieben worden, dann ist doch das ganze Buch schon anzuzweifeln. Ich muss euch ganz kurz nur unterbrechen. Fremdbestimmt und Schuschkusch oder Schukus. Wie geht's euch? Ich lasse es zu, wie geht's dir? Okay, wer hat jetzt gerade geredet? Ich. Okay, was können wir denn für dich tun? Ich wollte wissen, was hier das Thema ist. Du weißt also nicht, um was es hier geht? Ja, so wie ich jetzt mitbekommen habe, geht's um den Glauben, um den Koran. Ja, okay. Und was können wir jetzt für dich tun? Ja, ich wollte sagen, konvertiert alle zum Islam, das ist die Wahrheit. Christen beten ja, Statuen genau. Und Ikonen. Ein wirkender Engel, der Mohammed in der Höhle wirkt. Genau, wir werden dann zum Islam. Ja, ihr betet Ikonen an, ihr betet Statuen, Gemälde an. Bring mir mal ein gutes Argument. Lass ihn doch mal, Flex, lass ihn doch mal seine drei besten Gründe bringen, warum genau. Ein Christ Moslem werden soll. Das genau, bring uns nicht. Mal die das Gründe. Also guck mal, wir haben einen Scheich, der bestätigt, dass Allah ein Schienbein hat. Ja, also das heißt, ich kann dir das Video zeigen, wo dein Boss, deine Gelehrte sagen, Allah hat ein Bein. So, die Frage ist Allah das Bein oder ist Allah das Bein? Oder hat Allah das Bein, was auch immer. Ja, das ist ja nicht böse gemeint, ja. So, und jetzt bring mir mal einen Grund, warum ich mich vor diesem Schienbein niederwerfen soll. Dann bitteschön, du hast die Bühne, erklär uns. Ja, alles klar. Alles klar, einmal zum Thema Schienbein. Also das ist eine Eigenschaft von Gott, die ihm Gott zugeschrieben wird, ja. Das heißt nicht, dass Gott ein Schienbein ist, erstens. Und zweitens, ich nenne euch einen Grund, warum ihr zum Islam konvertieren solltet. Und zwar im Christentum, egal ob katholisch oder orthodox oder was auch immer, werden Ikonen und Statuen angebetet. Ihr kniet euch vor Ikonen nieder und vor Statuen. Und ihr küsst Statuen und Ikonen. Das ist Götzendienst. Das ist ein Feng, aber das ergibt doch gar keinen Sinn. Wir Christen beten gar keine Statue an und gar keinen Ikonen, oder wie du das sagst. Ja, ihr küsst kannst Ikonen. Du mir erklären, was ihr mit dem schwarzen Stein macht? Erklär mir das mal bitte. Ja, wir küssen keine schwarzen Steine. Ihr küsst Ikonen. Die Kaaba wird nicht geküsst. Ah, bist du hier? Küsst den Stein nicht. Ich hol dir jetzt mal eine Quelle. Einen Moment bitte. Wir holen jetzt eine Quelle. Einen Moment bitte. Kann ich darauf antworten? Du sagst, warte mal, stopp. Kann ich kurz darauf antworten? Du bist kein Steinküsser? Du sagst, du bist kein Steinküsser. Was ist denn mit Mekka? Lass mich antworten. Kann ich antworten? Ich hol dir eine Quelle. Rede. Ja. Dann darf ich aber kurz antworten. Guck mal, wenn ich jetzt eine Ikone malen würde von Jesus Christus, ihr würdet das in eurer Kirche aufhängen und das küssen. Heißt das dann, ich bin euer Gott oder was? Was ist das denn für eine Logik, meine Freunde? Bitte denkt ein bisschen mit Logik nach. Küsst ihr die Kaaba, ja oder nein? Küsst ihr die Kaaba, ja Manche oder Leute küssen die.
Aber die Kaaba wurde von Prophet Abraham erbaut. Welche Beweise gibt es dafür? Sag mir mal einen Beweis, dass Abraham irgendwas mit der Kaaba zu tun hatte. Gib mir einen Beweis. Ja, ich nehme an, einen archäologischen Beweis zum Beispiel. Wieso der Koran? Das ist Circular Reasoning. Der Koran kann sich nicht selber belegen. Gib mir einen Beweis dafür. Ein Beweis. Hör mal zu. Ja, aber gib du mir einen Beweis, dass ihr keine Statuen und Ikonen küsst. Ja, ich mache es nicht. Das ist der Beweis. Ich tue es einfach nicht. Es steht nirgendwo in der Bibel drin. Es ist nicht heilsrelevant. Es ist nicht heilsrelevant. Genau, es steht nicht in der Bibel. So, einen Moment bitte. Einen Moment bitte. Wohin betest du? Nein, ich habe beantwortet. Du beantwortest meine Frage. Wohin betest du? In welche Richtung? Jeden Tag fünfmal. Richtung Mekka. Richtung Mekka. Was ist das Zentrum in Mekka? Was meinst du? Die Kaaba. Was ist das Zentrum von Mekka? Die Kaaba. Okay. Wohin machst du die Hajj? Ja, zur Kaaba. Was ist das denn für eine Frage jetzt gerade? Wie oft umkreist du die Hajj? Die Kaaba. Siebenmal. Okay. And as I stated earlier, woher kommt das? Siebenmal umkreisen und küssen eines schwarzen Steins. Woher kommt das? Darf ich darauf antworten? Antworte. Woher kommt das? Das kommt von den Regeln von Allah, weil Abraham hat siebenmal die Kaaba umkreist. Das kommt von seinem Sohn, Ishmael und Isaac. Zeig mir den Beweis. Einen Moment bitte. Ishmael hat damals, die Mutter von Ishmael, die verbannt wurde, die zweite Ehefrau von Prophet Abraham, die ist siebenmal hin und her gelaufen in dieser Gegend. Und von dort kommt das. Wo ist der Beweis dafür? Wo ist der Beweis dafür? Hey, hallo, hört ihr mich? Ja, ich höre dich. Wo ist der Beweis dafür? Es gibt unzählige Beweise, dass Abraham irgendetwas mit der Kaaba zu tun hatte. Ein Beweis. Gib mir einen historischen Beweis. Wenn du mir ein Warte mal. Ja, okay, warte mal ganz kurz. Wenn du Christ bist, wenn mir einen historischen Beweis, dass Jesus Christus gelebt hat. Wir haben römische und jüdische Quellen. Jetzt ergibt es komplett gar keinen Sinn, was du da sagst, weil bedenke, Leute, seid mal nur ganz kurz still, ich gebe den Kerl jetzt einen kompletten Knockout. Okay. Lex, Bruder, kann ich ihm danach eine Frage stellen, Bruder? Ja, kannst du gleich. Ich will ihm kurz einen Knockout geben. Junge, ihr betet Ikonen an, du kannst mir keinen Knockout geben. Ja, du kriegst jetzt einen Knockout. Ihr betet Ikonen und Statuen an. Ja, genau. Sure 2. Ihr küsst Statuen und Ikonen. Ja, hört zu. Okay, Sure 2 Vers 87. Also, und wir gaben bereits Musa die Schrift und ließen nach ihm die Gesandten folgen. Und wir gaben Isa, dem Sohn Mariams, die klaren Beweise und stärkten ihn mit dem Heiligen Geist. Aha! Oh, im Koran kommt der Heilige Geist wohl doch vor. Es ist das Wort Gottes. Was sagst du denn dazu? Was hat das jetzt damit zu tun? Was sagst du in der Aussage gerade? Du musst mal bedenken, dass der Heilige Geist bei euch anscheinend nicht vorkommt. Knockout. Das ist dein Koran. Sure 2, Vers 78. Wir lesen nochmal. 87, sorry. Nochmal. Wir fangen jetzt nochmal von vorne an. Belüg dich nicht selber, das ist dein Buch. Und wenn du immer noch das leugnen willst, ja, dann hol dein Koran jetzt raus und wir lesen gemeinsam. Weil ihr lügt und lügt und hört nie auf zu lügen. Bei uns ist Takrir ohne Ende. Red Flag. Unglaublich, wie ihr lügt. Hört auf zu lügen. Sehr viele Muslime sagen halt, dass der Heilige Geist im Koran gar nicht vorkommt. Also. Nochmal. Wir fangen wieder von vorne an. Und wir gaben bereits Musa die Schrift und ließen nach ihm die Gesandten folgen. Aha. Und wir gaben Isa, dem Sohn Mariams, die klaren Beweise und stärkten ihn mit dem Heiligen Geist. Knockout. Rede nicht über das Christentum schlecht. Knockout. Bitteschön. Heiliger Geist im Koran. Da kann ich willst kurz du darauf jetzt, antworten. Willst du hier immer noch sagen, nein, das ist nicht der Heilige Geist hier? Ha? Willst du jetzt immer noch sagen, lass mich das ist mal kurz nicht antworten, Mann. Du lässt mich gar nicht darauf antworten. Ja, dann mach mal. Lass mich doch. Ist euer Heiliger Geist, ist der auch in euren Gemälden und in euren Statuen, die Statuen anbeten? Gib mir eine Antwort darauf, warum im Koran das vorkommt, der Heilige Geist.
Alle Christen beten Statuen an, die Kinder vor Statuen. Raus, wenn du raus, weißt, raus, ein Geist raus. Gar nicht. Leute, Leute, der Kerl hat vor 360 Leuten einen kompletten Knockout bekommen mit diesem Vers, Leute. Alle, die es nicht wissen, schreibt euch das auf, Sure 2, Vers 87. Ein kompletter Knockout für jeden Moslem. Ein kompletter Knockout für jeden Moslem. Die leugnen Isa, die leugnen es, die leugnen den Heiligen Geist. Komischerweise kommt das bei denen in der Schrift vor. Knockout für den Moslem. Aber was ist dann, aber Flex, was ist denn der schwarze Stein? Wird er nicht auch angebetet? Beten sie nicht, egal aus welcher, egal wo sie sind, ja, beten sie nicht in die Richtung des Heiligen, beten sie nicht in die Richtung Mekkas? Was ist denn der schwarze Stein? Die Sache mit dem schwarzen Stein ist die, es gibt einfach keinen archäologischen, historischen und textlichen Beweis, dass Abraham irgendetwas damit zu tun hatte. Diese Kabas, es gibt mehrere davon in dem Bereich. Und Mohammed hat einfach eine religiöse Aneignung gemacht. Das heißt, er hat heidnische Feste, Symbole und auch Rituale genommen und hat die Götter rausgenommen, hat es einem Gott zugeschrieben. Und dann machen die Dinge, die vorher die Götzenanbeter gemacht haben. Das heißt, das siebenmal umkreisen, das Küssen, das ganze Verständnis, dass dieser Stein vorher weiß war und durch die Sünden schwarz wird, dass er am jüngsten Tage einen Mund und Augen bekommt und für die spricht, die ihn berührt haben, also ihn geküsst haben. Das sind alles, aus dem Götzentum kommt das alles. Was? Ich will jetzt den Muslimen einen kompletten Knockout geben, endgültig, den kompletten Islam auseinandernehmen in nur einer Minute, Leute. Wollt ihr das sehen, dann ein Herzchen bitte. Alle mal ein Herzchen. Ich gebe jetzt einen kompletten Knockout. Alle mal ein Herzchen in den Chat. Ich gebe einen kompletten Knockout jetzt, weil die leugnen ja Jesus Christus. Alle mal ein Herzchen. Wir geben die jetzt einen kompletten Knockout. Schreibt es euch auf, Leute. So. Gleich kannst du weiterreden, Matt. So, jetzt, Leute. Sure 16, Vers 102. Sag, offenbart hat ihn der Heilige Geist von deinem Herrn mit der Wahrheit, um diejenigen, die glauben, zu festigen und als Rechtleitung und frohe Botschaft für die Allah Ergebenen. Aha, Heiliger Geist. Offenbart hat ihn der Heiliger Geist von deinem Herrn. Oh, Knockout. Bam. Bitteschön. Also, bitteschön. Was ist los, Muslime? Heiliger Geist im Koran. Im Koran, Heiliger Geist. Bitteschön. Ihr könnt immer noch leugnen, aber es steht hier drin. Game over, Islam. Mic drop. Boom. Ich bin fertig. Ich bin fertig. Mic drop. Mic drop, ich bin fertig. Matt, du hast das Wort, du kannst reden. Das war jetzt ein Knockout. Boom, fertig. Gibt's nichts mehr zu reden. Knockout. Nee, alles gut. Ich habe meinen Teil zur Kaaba gesagt. Die Kaaba ist für mich eben eine religiöse Aneignung aus dem Heidentum. So. Knockout. Und ganz ehrlich, dass das schon vorkommt, das tut schon mehr als nur weh. Aber die wollen das immer noch leugnen. Steht aber drin. Leugnet es, wie ihr wollt. Die leugnen Isa selbst. Es steht da drin, die leugnen es immer noch. Wir wissen ja und wir wissen ganz genau, dass sie lügen, wo es nur noch geht. Steht aber drin. Fertig, Punkt auf. Hier schreibt gerade jemand, wer leugnet Isa im Islam? Ich glaube, die verstehen das gar nicht so richtig. Es geht mehr darum, dass Isa Gott ist und kein Prophet. Yes. Ja, die Leute fragen jetzt ja alle, wo das steht. Ganz einfach, Leute. Nochmal. Sure 16, Vers 102. Sag, offenbart hat ihn der Heilige Geist von deinem Herrn mit der Wahrheit. Mit der Wahrheit, um diejenigen, die glauben, zu festigen und als Rechtleitung und frohe Botschaft für die Ergebenen. Aha.
So Leute, jetzt gehen wir noch mal einmal zurück. Wir geben noch mal einen kompletten Knockout, aber dann war es das auch, ne? Und wir gaben bereits Musa die Schrift und ließen nach ihm die Gesandten folgen. Und wir gaben Isa, den Sohn Mariams, die klaren Beweise und stärkten ihn mit dem Heiligen Geist. Aha, die frohe Botschaft von dem Evangelium. Aha, Heiliger Flex, Geist. Warte mal ganz kurz, Flex, weil ich bin so ein richtiger Allmann. 18 Uhr, Abendbrotzeit. Ich komme später nochmal wieder, ne? Ja. Guten Appetit, Roy. Genau, so ist das. Hört ihr mich, Leute? Ich hoffe, dass ihr mich gut hört. Wir können mich hören. Ja, man hört dich, Bruder. Ja. Genau, dann mache ich mal eine kleine Pause, Leute. Das war jetzt mal genug. Das war jetzt mal komplett. Also, Matt, wenn du noch was sagen möchtest, kannst du es noch sagen. Und David wollte, glaube ich, noch was sagen. Nee, alles gut. Ja, David wollte noch was sagen. Ja, ich wollte eigentlich diesen Typen was fragen noch. Aber der ist ja dann rausgegangen oder du hast ihn rausgeschmissen. Was wolltest du ihn dann fragen? Ich hätte ihn gern gefragt, wie er sich das Himmelreich, also das Paradies, vorstellt. Man kann sich das Paradies nicht vorstellen. Ja, beim Islam gibt es ja eine, also da wird ja ungefähr beschrieben, was da abgeht, ne? Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Ja, ist verständlich. Ich frage mich bei denen auch, warum sagen die ganze Zeit, dass wir uns umkonvertieren lassen sollen. Aber letztendlich muss man mal drüber nachdenken. Gott hat ja gesagt, wir sollen jeden akzeptieren, also sozusagen bei denen auch Allah. Das heißt, wir sollen auch die anderen Religionen akzeptieren. Warum versuchen die uns dann von unserer Religion zu... Also, die wollen, dass wir müssen, unsere eigene... Vor allem wir Christen, vor allem das Lustige an der ganzen Sache ist, wir Christen müssen gar nicht mal zum Islam konvertieren. Weil bei dem Heilige Geist ja sowieso im Koran vor. Die müssen die Tora befolgen. Die müssen das Evangelium befolgen. Ja, weil unser Buch ist die Wahrheit. Ja, so, und jetzt gehen wir mal zurück. Und dann lesen wir hier auch ganz klar auf der 16, Vers 102, offenbart hat ihn der Heilige Geist von deinem Herrn mit der Wahrheit, um diejenigen, die Glauben zu festigen und als Rechtleitung und frohe Botschaft für Allah, also generell, also Botschaft für die Ergebenen. Ja, ein Moslem würde jetzt diese Worte komplett verdrehen und sagen, nein, es geht nicht um den Heiligen Geist, nein, es geht nicht um die Offenbarung. Die würden das komplette Text hier komplett verdrehen. Aber wenn wir das hier lesen, wissen wir ganz genau, was damit gemeint ist. Damit ist das Evangelium gemeint und generell die Tora. So, und wenn wir jetzt hier auch, wie gesagt, nochmal zurückgehen, hier wird ganz klar nochmal der Heilige Geist erwähnt. Die können es drehen und tun und was machen, was sie wollen. Wir haben hier nochmal die Gelehrte. Moment, ich spiele das Video jetzt mal kurz ab. Über Allahs Schienbein können wir noch einmal durchmachen und dann ist auch genug. Describe him off. So. And whenever there is no such a description, we abstain and refrain from confirming or denying. Because when someone says, no, Allah has a body. He wants to simulate Allah Azza wa Jalla to his creation. So he says, yeah, the body is like this, the body is like that. He said, it does this, it does that. As if Allah is like the humans. Allah is unlike anything we know. And those who says, no, Allah does not have a body. If they mean by that Allah does not have a hand, that does not have a face, does not have a foot, Allah Azza wa Jal does not have fingers, that Allah Azza wa Jal does not arise upon the throne. Ah, no, we say, no, wait. Your attempt to deny Allah Azza wa Jal from such a right thing. Also, die leugnen, dass Allah keine Hände hat, aber es wird alles ganz genau erklärt. Allah hat Hände. Allah hat ein Gesicht, Allah hat Augen, Allah hat ein Schienbein. Fertig. Da brauchen wir nicht mal viel drum herum reden. Das sind eure Gelehrten. Eure Gelehrten, Allah hat ein Schienbein.
Ihr könnt es noch so schön reden, wie ihr wollt. Allah hat ein Schienbein. Fertig. 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 Ihr könnt reden, wie ihr wollt. Das ist euer Gelehrter. Allah hat ein Schienbein. Fertig. Lexa, weißt du, was ich übrigens auch komisch finde? Ich hatte mit dieser ex-ehemaligen Freundin da auch das Gespräch gehabt, dass das darum ging, dass Jesus sozusagen doch einfach verschwunden ist und sozusagen zu Gott gegangen ist, ne? Ja. Aber wie kann es denn sein, dass er einfach so verschwindet, wenn er nicht Gott ist? Weil Menschen sterben ja. Wenn er Gott ist, kann er kommen und gehen, wann er möchte, oder nicht? Das Problem ist, ich habe eine Sache gemerkt. Und wenn ich eine Sache gemerkt habe, dann ist es eine Sache. Pharisäer lügen, wo es nur noch geht. Und ich glaube, Matt ist mein Zeuge. Ja. Nein, die haben ja keine Wahl. Ich meine, die müssen ja, guck mal, es geht ja um die Sure 4, 157. Und die ist so unspezifisch. Es erschien ihnen so, aber es war nicht so. Das ist ohne präzise Anleitung. Und deshalb, dann steht auch noch in der Sure drin, in der Aya, dass die Christen angeblich die sind, die keine Ahnung haben, was passiert ist. Alle Christen wissen, Jesus wurde gekreuzigt. Und die Muslime haben die wildesten Theorien, was dann da passiert ist. Es war Judas, es war der Simon, es war ein Jünger, es war irgendein anderer. Ja, wildeste Theorien, weil da steht einfach nichts Präzises drin. Es gibt sogar Leute, die glauben, ich glaube, der widerlegt bei Dressin, der hat das in einer Diskussion mal gesagt, er glaubt sogar, dass Jesus gestorben ist, aber dann seine Seele zu Allah hochgenommen wurde. Also es gibt ganz, ganz viele Theorien in der muslimischen Welt, was da passiert sein soll. Keine macht Sinn. Alle machen Jesus zum Lügner und zum falschen Propheten übrigens. Also der Koran macht Jesus zum falschen Propheten, weil Jesus sagt ja seinen Tod vorher. Und damit würde er ja ein falscher Prophet sein, wenn er dann nicht stirbt. Das macht alles gar keinen Sinn aus der islamischen Perspektive. Du kannst ruhig weiterreden, Matt, weil ich suche gerade was. Ja, und, gerne. Ich bin gerade am Suchen, weil ich möchte das, was ich gestern abgespielt habe, möchte ich den Leuten zeigen. Deswegen, du kannst ruhig noch weiterreden. Ich habe mal eine kurze Frage. Dima hat geschrieben, wenn Gott will, dann kannst du 1 Milliarde Jahre leben. Ja, aber das ist nicht die Schwierigkeit ist doch die, unzweifelhaft auf dieser Welt hat jeder Mensch in sich den Samen, das unglaublichste Böse zu tun. Und bei einigen geht er auch auf. Das heißt, alle von uns, wir alle, haben in uns eine Gebrochenheit, die uns zu unglaublichen Taten führen kann und dann auch tut. Und jeder von uns hat seinen eigenen Anteil an Sünde. Als Adam und Eva gefallen waren, konnten sie weiterleben und sie hätten auch den Zugang zum Baum des Lebens gehabt. Und dann hat Gott sie aus dem Paradies verbannt, also aus seiner Gegenwart, mit dem Engel und dem feurigen Schwert, damit wir nicht unendlich leben. Denn der Tod ist Teil unserer Erlösung. Würden wir unendlich leben, würden wir auch weiterhin unendlich in dem Leben, wie wir jetzt sind, und das heißt in der Gebrochenheit, wir tun uns weh, wir verletzen uns, selbst Menschen, die sich am meisten lieben, verletzen sich oft auch am meisten, und wir haben extrem vieles Böses. Das heißt, der Tod ist Teil der Erlösung. Und deshalb kam dann Jesus auch, ist Gott, der eine menschliche Natur annimmt, in dem ist er auch gestorben, um den Fluch der Sünde zu durchbrechen, weil er selber keine Sünde hatte. Das heißt, diese Idee, dass wir 1 Milliarde Jahre leben werden, ist in dem Sinne erfüllt in der Ewigkeit, aber in einer geheiligten Ewigkeit. Und da sagt die Bibel, für die, die glauben und dem nachfolgen, weil sie gehört haben und gesehen haben, und für die, die nicht gesehen und gehört haben, die werden gerichtet nach dem Gesetz Gottes in den Herzen, diejenigen werden dann in Ewigkeit mit Gott leben. Und da ist ja die Ewigkeit, aber in einer geheiligten. Guten Abend. Paulus schreibt im Korintherbrief, nichts Verderbliches kann das neue Leben, das unverderbliche Leben ererben. Das heißt, alles von dieser Welt, alles, was wir hier haben, alles, was von diesem
Verfaulen von dem Sterblichen berührt ist, wird hinweggetan werden und nur das neue Unendliche kommt in die neue Welt und in den, also in die neuen Himmel und neue Welt rein. Okay. Bitte, hört ihr mich? So, ich will auf ein paar Sachen kurz eingehen. Okay, du kannst gleich reden. Du kannst gleich reden, ganz kurz. Erstmal Gottes Segen und ich hoffe, dir geht's gut. Alhamdulillah. Sehr schön, sehr schön. So, Leute, ich will euch was zeigen und dann können wir weitermachen. Und bitte alle mal an unsere Glaubensbrüder und Geschwister alle mal ganz stark liken. Ich will nur noch das Letzte hier durchmachen. Das hatten wir gestern schon gehabt, aber ich möchte das ganz klar und deutlich hier machen, dass die Muslime das selber nochmal sehen. Und das sind eure Gelehrten, das sind eure Scheichs, die hier sprechen. Die haben mehr Wissen wie ihr. Ja, TikTok-Muslime, nur mal so zur Info. Beeilt euch mal bitte, ich kann nicht so lange. Ihr redet seit halbe Stunde. Macht mal bitte. Ja, ja, ich möchte euch kurz widerlegen. Wenn du keine Zeit hast, warum kommst du dann hier hoch? Ja, weil ich euch kurz widerlegen. Ich brauche für euch noch 5 Minuten. Du kannst hier niemanden widerlegen. Du kannst auch keinen Matt widerleben. Du kannst niemanden widerlegen. Ich brauche für euch nur 5 Minuten. Das sehen wir jetzt gleich. Okay, ja, das schauen wir gleich. Also, ich habe gerade kurz gehört von Matt, oder wie der heißt. Ich kenne dich, mach dir keine Sorgen. Hör zu, rede nicht so viel. Hör zu, was dein Sheikh sagt. Hör zu. Du brauchst mir nicht zu zeigen, ich kenne das. Hör zu. From Holland. When Allah mentions in Surat Al-Qalam. Ich komme doch nicht hier hoch, um zuzuhören. Lass mich auf die Argumente eingehen. Wie peinlich seid ihr denn? Lass mich antworten. Wieso euer Gott hat gesehen? Moses hat den Rücken von Gott gesehen. Hat Moses den Rücken von Yahweh gesehen? Belongs to Allah. Aha. This chin belongs to Allah. Hör auf, zur Bibel zu springen. Gib uns deine Antwort. Spring nicht zur Bibel, Mann. Das ist eure Taktik jedes Mal. Allah sagt im Koran, bitte schön, Allah hat ein Schienbein. Dein Sheikh hat geantwortet. Lass mich jetzt antworten. Er hat mehr Wissen wie du. Lass mich antworten. Hab keine Angst vor mir. Ich habe keine Angst. Du bist locker zu widerlegen. Islam ist locker zu widerlegen. Ja, okay, kein Problem. Islam ist locker zu widerlegen. Deswegen kommentieren täglich tausende Menschen. Aber ja, okay. Und viele Gelehrten von euch verlassen den Islam. Bitte schön. Also Allah sagt im Koran, erstens, er sagt ganz klar und deutlich, nichts ist ihm gleich. Und das, was ihr zitiert, wenn Allah davon spricht, dass er Hände hat, zum Beispiel, das ist Eigenschaften von ihm. Da sind sich die unsere Gelehrten, Konsens darüber. Richtig, es sind Eigenschaften Gottes. Er wird dir gleich sagen, dass Allah das Schienbein ist. Weil letztendlich sind wir Menschen diejenigen, die Hände haben. Aber wieso, guck mal, eine ernsthafte Frage. Wieso kritisiert ihr das als Christen, während euer Gott Mensch geworden ist und halt natürlich Hände, Füße. Du hast die Trinität nicht mal verstanden, Kollege. Ja, lies erst mal und wenn du das verstanden hast, dann können wir reden. Bei euch ist das aber was anderes als im Islam, weil bei uns im Islam sagen wir ganz klar und deutlich, nichts ist Gott gleich. Es sind Eigenschaften, die Gott gehören. Dein Kollege hier sagt was anderes. Menschen. Dein Kollege hier sagt was anderes. Dein Boss hat gesprochen. Der hat was anderes gesagt. Dein Boss sagt dir was anderes. Das ist dein Boss. Richtig, der sagt er ist was mein anderes. Boss, kein Problem. Ich akzeptiere. Ja. Und er hat auch recht. Ja. In dem, was er sagt, hat er auch recht, aber es geht ja, dann hör ihn doch zu. Ich habe ihn doch zu. Hallo. Ich bin noch nicht mal fertig. Ich kenne ihn schon lange. Ich kenne das Video. Mach dir keine Sorgen. Du kennst das Video nicht. Er sagt ganz klar, er hat Hände. Was sind Hände? Willst du mir jetzt sagen, dass Gott Löwenhände hat oder was? Willst du mir jetzt sagen, Gott hat Löwenhände? Nichts ist dem gleich Löwenhände oder was hat er für Hände? Ganz kurz, du möchtest über die Eigenschaften von uns reden, wie wir die Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala zu verstehen haben, aber du glaubst an einen Gott, der ein Mensch geworden ist, obwohl sich Gott nicht ändert? Also komm, wir hören uns das mal weiter an. Auf ein, was ich sage. Ja, weil du auf meine Sache nicht drauf eingehst. Dein Boss hat gesprochen. Allah hat ein Schienbein. Wo ist der linke Schienbein? Flex, ich gebe dir ein Beispiel. Wo ist der linke Schienbein? Ein Muslim, ganz kurz. Wo ist der linke Schienbein von Allah? Hier, guck mal. Lass mich antworten. Sein rechter Schienbein. Sein linker wurde amputiert. Wo ist sein linker Schienbein? Lass mich antworten. Dein Gott hat einen Penis, aber egal. Wo ist sein linker Schienbein, der amputiert wurde? Wo ist der? Lass mich doch antworten. Wieso hast du denn... Beantworte meine Frage. Lass mich antworten. Wo ist der linke? Der wurde amputiert. Wo ist der? Ich antworte dir doch. Hast du mich verstanden? Lass mich jetzt reden, okay? So, ich habe jetzt eine einfache Frage an dich, okay? Warum sagen wir Muslime... Beantworte meine Frage, ich werde dich jedes Mal unterbrechen. Beantworte lass mich doch mal ausreden, Mann. Guck mal, du bist so ein Feigling, unglaublich. Guck mal, bring mir einen Muslim, der sagt, Allah hat Hände, wie wir Menschen Hände haben, zum Beispiel.
Was, woran ihr Christen... Leute, ich muss den Stream nochmal starten. Ich habe eine Meldung bekommen. Ich muss kurz raus und wieder rein. Mats, komm dann einfach wieder rein, ja? Alles klar. Ja, ich muss kurz rausgehen, wieder rein, sonst werde ich gesperrt.